Hit Vienna Stammtisch Nummer 13. Salut, Vom ganzen Hit Wiener Team wünschen wir euch einen frohen Weltfrauentag. Heute ist Weltfrauentag. Ja. Und heute, weil sich viele Leute das gewünscht haben, wir machen keinen normalen Stammtisch. Wir machen haben wir eine Gästin dabei? Nein. <laughs> heute, heute noch nicht. Vielleicht bald. Vielleicht bald. Wir machen heute keinen normalen Stammtisch. Wir machen einen drug tier stammtisch Das heißt, wir haben hier wie viele Drogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Drogen von Alkohol bis Kaffee. Sagen. sagen wir mal Oxy. Oxy, auch. ja. Im Alphabet. Okay. Mit Y habe ich keine Drogen, <laughs> mit Z auch nicht. Ja. Und wir werden die Drogen durchgehen und sagen, wir haben hier S bis D. S ist super, D ist... Dämlich. Okay? Obwohl, es, obwohl es rot ist, ist es quasi ja, trotzdem das, das Beste, Höchste. Das, das Höchste ist das Beste. Wenn ihr sowas nicht kennt, das Höchste ist das Beste, das mhm. Unterste ist das Schlechteste. Also S ist super, D ist dämlich. Also <laughs> D würden wir nicht machen und es geht jetzt ja. heute nur um unsere eigenen Experiences. Das heißt, wir versuchen heute keinen Harm Reduction Talk oder irgendwas zu machen oder irgendwie sagen, wie es andere Leute affectet, wie wir das sehen, sondern einfach nur unsere eigenen Erfahrungen. Ich habe hier Drogen ausgesucht, die wir auf jeden Fall teilweise schon genommen ja. haben, teilweise <laughs> vielleicht nur einer von uns. Okay. Aber, ja. Und wir haben, glaube ich, auch ein bisschen andere Perspektiven auf all diese Drogen, weil wir ja. generell Drogeneffekten, Drogen affektieren alle Leute ein bisschen anders. Oh, du hast jetzt das englische Wort ins deutsche schöne Wort. Ja, gebracht. ich versuche, ich versuche mein Englisch ein bisschen äh, zu minimieren, weißt mhm. du? Früher haben sich viele Leute darüber aufgeregt. Mhm. Und ich denke, ich will mich generell ein bisschen besser in Deutsch artikulieren können. Mhm. Ich will mich da verbessern, auf jeden Fall. <laughs> Okay, um, wolltest du noch irgendwas ansprechen? Oder? Ich wollte gar nichts mehr ansprechen. Ich Der Ben war sich nicht hinsehen, sicher, ob das eine gute Idee ist, <laughs> aber ich denke mir, es ist eine gute Idee. Ja, ich also. habe nur gedacht, dass so eh, wie viele über Drogen reden und sowas. Mhm. Aber, aber es gibt sicher auch negative Experience-Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ich kann mir auch anbringen. Natürlich. So, man muss nicht alles verherrlichen. Es gibt ja auch sicher viele Drogen. Wir verherrlichen die bei, überhaupt die bei nicht, Landen. weil um, wir sind beide. Gezeichnet vom Leben. Gezeichnet vom Leben, genau. <laughs> danke, dass du, äh, Manchmal beginne ich Sätze, ohne zu wissen, wo sie enden. Okay. Wie Michael Scott <laughs> oder Joe Biden. <laughs> okay, okay, Leute, ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Droge, mhm. eine Droge, die glaube ich die meisten Leute schon probiert haben. so beginnen wir bei links. Nein, nein, nein. Wir beginnen mal bei Kaffee, Koffein. Mhm. Was würdest du sagen? Wo würdest du Koffein einordnen? Darf ich beginnen? Hast du dann auch noch eine? Kann man das so Nein, nein, wie wird, wir wie? tun uns ungefähr einigen. Wenn okay. du sagst, es ist super, ich sage, es ist extrem scheiße, dann machen wir es in die Mitte. Okay, passt. Ich bin, für mich ist Kaffee relativ unwichtig im Leben. Ich trinke es gerne, mhm. zum Beispiel im Zugfahrt. Oder wenn es mir bei der Arbeit jemand anbietet. Ja. Oder wenn ich mir einen runterlasse. was du Kaffee, weil du was? Runterlasse von der Kaffeemaschine einfach so. Okay, aber nicht, okay. weil ich es brauche. Sondern okay. weil dann fällt es mir ein, ah, ein Kaffee wäre fein. Okay. Also ich würde persönlich einordnen bei B vielleicht. B okay. oder A. B oder A, weil es ist schon nice, aber es ist jetzt nicht... Es ist nicht so krass, ja. Das Ding ist, ich hatte jetzt nie, ich hatte Zeiten, wo ich versuche, ein bisschen into Kaffee zu kommen, also ein bisschen mich mehr für Kaffee zu interessieren, sagen wir es so. Und in der Schule war das einmal, eine Zeit lang in der Schule, habe ich bei Starbucks immer sechs Espresso-Shots auf Eis bestellt. Das ich war hatte, nicht nur in der Schule. Das war nicht <laughs> nur in der Schule, genau. Aber in der Schule hat das begonnen, weil ich habe ein Macmillan-Interview gesehen, wo er sagt: Oh ja, ich bin jetzt sober und ich habe hier sechs Espresso-Shots auf Eis, gell? Und dann war ich so, okay. Miller hat mich da inspiriert, ich war so, hm, vielleicht ist das was. Mhm. Habe ich das einmal genommen in der Schule, also habe das geholt von Starbucks, bin in die Schule gegangen und ich habe ein Mädchen getroffen bei Kaisersaal, halt, wo das Starbucks ist und sie hat so gesagt, hey Maxi, hast du Speed gezogen oder sowas? Und <laughs> ich war so, damn, man merkt das so, ich bin urhyped hyped und sowas, weil ich war immer ziemlich introvertiert und so und ich dachte mir, damn, das ist ziemlich cool, gell? Ich war so ein bisschen gezittert und sowas und die mhm. Um, in der Schule hat mich das mehr affektiert. Ich habe auch jeden Tag in der Schule früher ein rotes äh, SBJ Energy Drink getrunken. <laughs> jeden Tag. Nein, ich meine Koffein, weißt du? Ja. Nein, da ist Taurin drin, glaube ich. Auch Koffein. Auch Koffein. Ja, in Red Bull auch. Taurin und Koffein. Und das Ding ist, jetzt, heutzutage, ich bekomme ziemlich viel Schlaf, weißt du? In der Schule habe ich nicht so viel Schlaf bekommen. Das heißt, ich habe manchmal nur fünf bis sechs Stunden geschlafen. Mhm. Und ich war immer müde in der Schule, weißt du? Und damals hat mir das was gebracht. Heutzutage brauche ich Kaffee nicht wirklich, weil es sehr selten ist, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Außer ich will meinen Schlafrhythmus fixen oder sowas. Das Ding ist, dass hier da hilft mir Kaffee nichts. Weil mm. das, ich bin dann Viertelstunde irgendwie so, wie heißt das nochmal? Placebo-Effekt. Mm. Oder Nicht nur Placebo, es wirkt ja auch anscheinend. Naja. Aber eine halbe Stunde später kann ich mich auch wieder so hinlegen auf den Schultisch mm. und weiter schlafen eigentlich. Fun Fact. Bin. Wusstest du das? Fun Fact: ihr, dass bevor, <laughs> bevor Kaffee populär wurde, haben die Leute meistens tagsüber den ganzen Tag Alkohol getrunken? Warum? Weil das Wasser war damals nicht sauber und Alkohol war fermentiert. Das und heißt, gebrannt. das hat die genau, gebrannt. Das hat die Bakterien abgetötet mhm. und vom Wasser hast du Magenverstopf, Magenprobleme bekommen. Vergiftungen und sowas von Alkohol nicht. Deshalb haben die Leute sehr viel Alkohol getrunken den ganzen Tag. Das war normal früher. Bis Kaffee kam und dann haben die Leute eher Kaffee getrunken statt Alkohol, weil es hat sie mehr produktiv gemacht. Sie haben mehr gearbeitet und sie waren nicht besoffen die ganze Zeit. Ja, was, was gut ist, was produktiver macht. Genau, genau. Weil Aber Fun Fact auch: Alkohol entzieht dem, dem Körper Wasser. Genau. Der naja, also ja. wahrscheinlich wirkt es nur, muss man dauernd trinken. Also damit es gibt auf jeden Fall einige Gründe, warum die Leute heutzutage länger leben wie früher. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch einer davon. Ähm Generell heutzutage Kaffee manchmal vor einem Podcast, wenn ich denke, ich will ein bisschen wacher sein oder vor einem Stream besonders, weil ich meinen meine, Stream, da musst du Leute entertainen die ganze Zeit und äh, du bist alleine, du musst einfach labern. Tut mir Kaffee schon gut, weißt du so, und von Starbucks, ich mache das aber relativ selten. Mhm. Das einzige Koffeinmäßige, was ich trinke, ist, wenn ich Zigaretten rauche, dann trinke ich Red Bull, wie mhm. die aber meisten Leute wissen. Ich glaube, kaffeemäßig können wir uns einigen. Kalt gebrauter Kaffee oder Kaffee auf yeah. Eis ist beide für, also für mich auch mein Lieblingser, mm -hmm. mein, lieb, liebste, yeah, mein das, liebster Kaffee, yeah, äh, ist schon weil es einfach noch erfrischender ist, also ja, es ist ja, ja. Kaffee soll ja wach halten, aber mm -hmm. es ist auch gleichzeitig erfrischend, genau, warmer und das, Kaffee ist für mich eher so ein Runterkommen -Getränk. Und besonders warmer Kaffee wird kalt und ist nicht immer gut, genau. aber kalten Kaffee kann ich den ganzen Tag mm -hmm. in der Hand haben und trinken, von Starbucks hole ich mir so ein großes Ding, mm -hmm. das habe ich den ganzen Tag und trinke wieder ein bisschen... Okay, ich bin wieder wach. Problem an Koffein, wenn ich es am Abend trinke und ich muss früher ins Bett. So ich ich habe keine Chance, früher ja, ins Bett zu kommen. Und schaut, ich gehe auch an, die kaffee, an den kaffee -G. Kennst du den? kaffee G. Den das das habe ich mir gekauft, aber ich habe stehen gelassen. Bei... Ich habe es dann mitgenommen. Ich habe es ah, dann getrunken am nächsten Tag. Es also okay, war mein Sackel okay. drin und ich habe es auch nicht gesehen. Safe generell Code Brew und sowas ist eigentlich mhm. ziemlich dope, aber ich denke mir, Kaffee ist, also so Leute, die sagen, ohne Kaffee komme ich nicht aus dem Bett. Verstehe. So, ich verstehe das auch nicht, so finde ja. ich bisschen overrated eigentlich Koffein als Droge, mhm. als Getränk ist es okay. Ja. Deshalb also tun wir es bei B rein, oder? Tun wir es bei B rein, ja. ein schwaches B, würde ich sagen. Ich würde ja, ein schwaches B, du sagst ein starkes B. Äh, nein, ja, ich, genau. Tun wir es bei B rein, okay. Bei B. Machen wir weiter mit einer Droge, die die meisten Leute kennen, die ein bisschen kontrovers ist. Ja. Alkohol. Uh, uh. Alkohol ist für mich ein Grundnahrungsmittel. Ich muss es gleich schon vorher sagen, ich muss es bei S reintun. tun. Ja, ja, aber aber Alkohol ist doch eine Droge, mit der du eher Probleme hattest. Ich ha ja, natürlich, das ist eine, eine Droge, die auch dazu verleitet, dass man Probleme damit hat. Aber Warum? Wenn, wir, wenn naja, weil sie, du, du schläfst schlecht, du bist am nächsten Tag nicht fit, es, ist, ja. es, es verändert dich, es lässt dich blöde Sachen tun, aber in Maßen ist es auch die leicht zugänglichste Witzigste Party-Droge sozusagen, oder? Du, wenn du wohin gehst, auf eine Party trinkst, erstmal ein bisschen Alkohol. Das Ding ist, man kann es gut im Maßen konsumieren genau. und du spürst nicht so viel davon. Erst ab einen gewissen Pegel spürst du was davon. Ich muss sagen, ich mag Alkohol auch gern. Ich habe. Äh, aber Alkohol ist auch die, äh, die Droge, mit der ich am meisten Probleme hatte. Ja, aber wie raten wir Drogen. das dann? Was am problematischen ist oder naja. was man am liebsten hat? Naja, ich meine. Das ist eben das. das. Ich würde ich sie bewerten, würde, weißt du, weil habe ich Alkohol am liebsten? Ich meine, Alkohol ist einfach zu konsumieren im Maßen. Weißt du, wenn du irgendwo hingehst auf eine Party, bla bla, jeder trinkt ein Alkohol, das lockert dich ein bisschen und sowas, du bist ein bisschen inhibiert, sagt man das so auf Deutsch. Keine Ahnung. Bist hast ein bisschen weniger Angst, sagen wir so, ja. ähnlich wie Xanax. Es wirkt auch auf die gleichen Rezeptoren wie Xanax oder wie Das ist eine praktische Al Droge, sehr praktisch. Genau, es ist eine praktische Droge, aber Alkohol fickt mich auch am meisten von ja. allen Drogen. Wegen Alkohol war ich im äh, Krankenhaus, ich wollte Gefängnis sagen, im Krankenhaus. <laughs> da, Im Krankenhaus wegen Alkohol, ich kann die perfekte Woche haben, ich trinke am Freitag Alkohol, trinke ja. zu viel und am nächsten Tag, ich bin nicht wirklich on top. Ich habe einen Kater, ich bleibe den ganzen Tag im Bett, ich mache nichts, ich gehe nicht ins Fitness und sowas, meine Woche wird ein bisschen gefickt. Außerdem, Alkohol, wenn du ins Fitness gehst und sowas, es ist nicht gut für Muskelaufbau, Alkohol hat immer auch Kalorien und sowas, es ist nicht eine kalorienfreie Droge wie sonst die meisten Drogen. Ja. Und ah, ich weiß nicht, Digga, ich bin nicht so ein großer Fan von Alkohol, muss ich sagen. Auch wenn es immer chillig ist, ein bisschen zu trinken, würde ich sagen, dass Alkohol eine geile Droge ist. Ich, würd, ich ja. würde schon sagen, ich würde nicht mal. Ich würde gerne auf eine Party gehen, ohne Alkohol zum Beispiel. Mhm. Oder ich würde, das ist für mich wichtig, das ist Grundnahrungsmittel, wenn ich nicht unter der Woche immer und so, du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn ich jetzt in der Gesellschaft bin und es muss lustig sein, verbinde ich Alkohol damit. Das ist vielleicht problematisch. Aber das macht mir so Spaß. Deshalb würde ich es ganz hoch raten. Aber hattest du nicht mit Alkohol die meisten? Ich ja, meine, du, du hast eh, ja. Das ist die, eben die Sache, wie man es rated. So, naja. was ist für einen am schlechtesten, würde ich Alkohol bei D-Raten. Aber was Wirklich? ist halt. Ja, aber was ist halt am. Also, am du, Lusten, du hast es am liebsten und es ist für dich am schlechtesten. Ja, genau, genau. Das ist ja eben das Ding mit Drogen. Wir eh, das, was dir am besten gefällt, schadet dir im Endeffekt am meisten. Mir würde ich nichts sagen. Ich meine, ich hatte mit Alkohol. Alkohol äh, muss ich immer am meisten einplanen, weißt du, bei Alkohol so, ich weiß, am nächsten Tag bin wenn ich okay, sagen wir mal, ich konsumiere viel Alkohol, ich weiß, am nächsten Tag bin ich nicht voll fit. Ich weiß ähm ich habe am nächsten Tag lieber keinen Podcast oder sowas. Ich weiß am nächsten Tag, ähm, ich werde nicht ins Fitness gehen und sowas. Außer du trinkst wieder, dann wird das wieder nice. <laughs> ja, aber das ist, ich, ich, ich mag das, ich weiß nicht, Alkohol ist halt sehr ungesund für den Körper. Ich denke halt, einer der ungesund, ungesundesten Drogen für den Körper, Auf wenn man es in, in, in großer Dosis konsumiert. Ein bisschen Alkohol geht halt und deshalb, ich würde Alkohol bei B raten für mich, weil ich mhm. denke mir, Alkohol ist eine okay Droge, aber... Mhm. Ich fick nicht so hart damit. Verstehe ich komplett. Also, ich rate S, du rate S, B, wir tun es in A. <laughs> okay. Okay, Digga, tun wir es in A. Das ist die Mathematik. <laughs> so, okay. Machen wir. Was, was ist das da rechts überhaupt? Zigaretten? Zigaretten. Machen wir die mal. Okay, dann machen bleiben wir, wir bei den soften Drogen erst Soften mal. Drogen. Äh, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich die soften Drogen. Nein, das sind die, die, die gängigsten die Drogen auf jeden Fall. Zigaretten. Ja, ich muss wieder S weil ich rauche einfach so gerne. Wirklich. Du findest das geil, gern. so denkst du nie so scheiße. Du hast doch nie zu mir gesagt, ich will aufhören. Nie. ja Ich bin einfach so, ich rauche einfach gern. Das ist <laughs> ja. für mich einfach was, das hat mit Lebensqualität zu tun. Und spürst Aber du, dass es deinem Körper schadet? Auch noch nicht wirklich. Also okay. weiß ich weiß ich wo ich meine Phase hatte, wo ich richtig laufen gegangen bin, mhm. in gute Zeiten gelaufen. Aber ich habe trotzdem geraucht wie ein Schlot. Und es ist sicher, irgendwann kommt der Punkt, wo das schlecht ist. Du hattest ja jetzt Covid, hast du geraucht während Covid? ja wenig weil halt du oh. hast keine Lust du Fieber und sowas und okay, dann okay. Du, wenn du rauchst, dann es tut dir weh irgendwie oder und zumindest. hast du es trotzdem gemacht aber? Oder? ich musste zwischendurch eine rauchen weil ich halt das sonst schlecht drauf bin okay. <laughs> ja, aber du weißt was ich, ich musste nicht so viel rauchen wie jetzt zum Beispiel yeah. aber für mich ist es ganz wichtig damit ich was zu tun habe in den Händen weil ich bin der typische Raucher irgendwas in den Händen halten die ganze safe, Zeit safe also es ist einfach diese Angewohnheit weißt du es ist ähnlich wie TikTok oder so ein Scheiße ne? ja, genau. Ich würde sagen, Rauchen ist ähnlich wie TikTok oder sowas, nur bei Rauchen hast du halt wirklich nichts davon im Endeffekt. Und so. nur, dass du, du deiner das Gesundheit schadest. Ist, ich widerspreche dir da. Ich finde, du hast ein Hochgenuss dabei. <laughs> ein Hochgenuss? Also, ich, also ja. das Ding ist, ich kann nicht mehr Zigaretten trocken rauchen. Weißt außer ich bin betrunken oder Ich stehe auf in der Früh, ich gehe raus, ich fühle mich wie der Ärgste, Zombie in der Früh. Ich, meine Lunge tut weh vom Vortag oder so. Ich rauche mehr, ich rauche Und du hast diesen äh, Schleim hinten, gell? Ja, ich meine. <laughs> ja Wie gesagt, also ich habe eine Hass, liebe Relationship zu Zigaretten. Ich, ich verstehe natürlich auch, denn, warum es nice ist, aber Zigaretten wenn ich in Topform bin, dann rauche ich auf jeden Fall weniger, wie mhm. wenn ich in schlechter Form bin. Und auf jeden Fall, wenn ich immer im tiefsten Punkt bin, dann rauche ich sehr viel. Wenn das es mir ich. sehr scheiße geht, ich sitze zu Hause, ja. ich <laughs> habe hier YouTube und ich bin <laughs> Red Bull ja. und Zigaretten Für und dich ist das gekoppelt mit schlechten Sachen, das weiß ich. Genau, und ja, die, aber ich muss sagen, dann bin ich lange nicht rauche, Ich habe jetzt ja dieses Jahr auch mal drei, drei Wochen so nicht geraucht und dann habe ich es auch bisschen vermisst, oh. aber aus dem Grund, dass ich einfach so nicht geraucht habe wirklich. Mhm. Weißt Nein, du? weil du auch, ich meine, das ist alles. Du, du rauchst ja auch hin und wieder viel, mhm. ja, du bist ja halt auch abhängig. da du vermisst das halt. Das ist dein Unterbewusstsein. Ja, das aber ist, es ist nicht wirklich das Nikotin, was ich vermisse, Das Nikotin das gibt mir nicht vielleicht, wirklich. Vielleicht gibt dir das ja auch so psychisch nochmal das Nikotin, die Nikotin Ja, sucht, natürlich ein bisschen dich psychisch. Safe, safe. Dann dann abhängig auch. Vielleicht ah, ist das so irgendwie. Ah. Aber zumindest kannst du dich ganz bewusst entscheiden. Dann sagst du jetzt mache ich es wieder nicht und nicht. Und ich lasse mich einfach vorgehen ich ich unterwerfe mich dem Nikotin <laughs> deshalb ist das Nikotin ich, ist wie ich, mein Vater es ist auf S es, es, ja, <laughs> ich würde sagen es gibt so Leute die können moderat rauchen die rauchen so zwei Zigaretten am Tag Und wenn du so rauchst denke ich mir ist es voll okay was meine du Mama zum die? Beispiel die raucht immer in Gesellschaft ein ja, zwei eine ja. Woche nicht mhm, safe und das finde ich ziemlich crazy irgendwie wenn man so so rauchen kann, tut es einem wahrscheinlich nicht so schlecht, weißt du? Dann ist es so, whatever, Digga, mach dein Ding. Und manche Leute beschweren sich so, uh, oh, ich muss jeden Tag eine Zigarette rauchen. was weißt du? Ich denke so, Bro, mach das einfach dein Leben lang und schau, dass du nicht nach oben kommst, weißt du? Hm. Also nicht ein Packer raus. Wenn du es wenn gewohnt bist, einmal ein Packel einfach so zu rauchen. Das ist schwierig, weil es so ist immer schwierig zurück zurück. zurückzuschrauben. Ja, aber du kriegst nicht ja. den gleichen. Ja. Also, ich meine, ich hatte den ja. Vape eine Zeit lang und mhm. das war geil. Vape fahre ich schon, Digga, weil... Gefällt mir gar nicht zum Beispiel. Ich, ja, Bro, ich, Bruder, ich, ich hatte so ein Vape HQD, heißt es hqd wie einer von dem ich das gekauft. Und Bro, ich, ich bin im Bett gelegen und ich hatte ein süßes Getränk und ich habe TikTok geschaut. Ich liege im Bett mit einem süßen Getränk. Mit dem Vape, Digga, und ich war so, boah, Bruder, also das ist krass, weißt mhm. du, das ist so vollkommen Dopamin ins, in die, ins Gehirn, <laughs> weißt du? Ja. Und das da habe ich mich nicht so scheiße gefühlt bei dem Vapor. es ist auch nicht so disgusting. Das war ganz okay. Das Ding ist, ich mag das, das ist Disgusting. So, diese, das ist, es brennt im, im Auge, es brennt im Hals, <laughs> es ist es in die Lunge ziehen, es macht so ein oh, Das ist gut. Das ist einfach gut. Ich meine, ich kann ein bisschen den, den Flair oder den, warum verstehen, warum Leute gerne rauchen, ah, ich würde es auf C geben. Du würdest es auf S geben. Ich will es auf S geben, dann sind wir zwischen A und B. Dann können wir sagen, wegen gesundheitlichen Dingen lassen wir es auf, auf B. Okay. Ja. Weil es ist wirklich eine Droge, wie du sagst, wo man wenig davon hat. Ja, man hat nichts davon. Ja, dann müssen, können wir es gut auf B. Okay. Ja. Nächste Droge. <laughs> Tun noch die softeren einmal, aber Es gibt keine wirklich Softwarein mehr. <laughs> Doch, es gibt Lachgas. Okay, Lachgas. Lachgas. Da mu muss ich gleich was dazu sagen, weil Lachgas ist eigentlich eine Droge, die ich nicht so gerne habe, weil sie so kurzweilig ist. Ah, okay. Meine Freunde, die, die haben immer kistenweise diese Lachgaskapseln auf Partys. Und früher haben wir es immer so gemacht. Wir haben immer durch den Entkapsler direkt Lachgas konsumiert, Aber das Problem ist, das habe ich erst vorgestern erfahren, das ist eine wichtige Infung, nicht vorgestern, vor einer Woche, ähm, dass man die in einen Ballon vorher rein tun muss, weil sonst die Lunge vereist. Du kennst diesen Entkapsel, das kommt ganz ja, kalt Ja, also ich habe hab gesehen, dass amerikanische Rapper das immer so machen, Gunner und so. Ja, aber wir haben früher einfach drauf geschissen, immer ja. durch den Entkapsel, aber anscheinend ist es gefährlich, dass man. Die Lunge vereist, weil es okay. so weit rauskommt. Das ist eine wichtige Info erstmal. Und warum ich es nicht gerne mag, ist, weil es so ganz kurzweiligen einen ganz primitiven Flash gibt. Und wenn der, der dauert ein paar Sekunden, 30 Sekunden höchstens, und dann, das muss ich nicht machen, dafür muss ich kein Geld ausgeben. Ich habe nur Lachgas genommen, wo ich in Bulgarien war auf Motorreise. Und ich muss sagen, da war es ganz lustig. Weißt du, weil in Bulgarien wird das so verkauft, dass Leute auf der Straße stehen und die haben Ballons mit. Ja. Lachgas drin, die gell, und die, die verkaufen die oder blasen die auf oder sowas und das kostet halt was weiß ich, 50 Cent oder sowas dann kaufst du was, <laughs> was? Ja. Und, und dann ist so also so einfach beim Herumgehen mhm. würde ich extra mir die Mühe machen das zu besorgen nie im Leben ja. aber Eben deshalb, das meine ich das ist so nebenbei und es ist dann auch ganz Aber lustig. man hat es selten in Wien, kommt mir vor. Hier, also, du kannst im Supermarkt das kaufen, die Kapseln. Ja, eh, aber... Du brauchst nur einen Sarnent Kapsel? Zum Beispiel in, in Bulgarien haben die das auf der Straße überall verkauft, in den, mhm. in den Gegenden, wo die Leute Party gemacht haben. Und hier sehe ich das nie. Mhm. Deshalb mhm. würde ich sagen, hier ist es ein bisschen underrated. Ja, aber vielleicht andere Babbel, ein guter ja, Fall. ich bin nicht in der Lachgas -Babe. Ich weiß, <laughs> dass wir... Der hat immer die ganze Bude voll, den Boden voll mit Lachgas kapseln okay. voll. Du bist so blöd davon, wie sind. <laughs> <laughs> Aber es ist ihm zum Glück noch nicht passiert. Aber der Sehr Flash schön. fühlt sich so primitiv an, wie es dann auch schädlich ist, weil es sterben tausende da mit stimmt, jedem stimmt. Flash. Und du sitzt halt so. <lacht> 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 oh. oh. So sieht es aus. ist so wenig wie kommen, gell? Ja, na also ja, nur, ja nur Ähnlich, genau richtig, vom Flash her. So wie du gerade das Vor Genau richtig, hast. <laughs> vom Flash her nur wenig, weniger nice. Ja, <laughs> ja, sagen, ja, safe, weniger. safe. Würde ich auf C einordnen. Ich würde es auf B einordnen. Okay, dann tun wir es auf B, weil es ist doch ganz lustig. Es ist ganz lustig ja. und ich denke mir, es ist in Wien underrated. Echt? Also, okay. Wir sehen so elektronische Tanzmusikszene und sowas, mm. da tun die ja schon alle ordentlich Flaschen die ganze Wirklich? Zeit zwischendurch und so. Okay. Also das ist nur kommt auf einen, wo man unterwegs ist. Wenn ihr aus Wien seid und ihr wollt ein bisschen Business machen, geht <laughs> auf die Kärntner Straße oder am Schwedenplatz, zum Beimutterdrei. Ja, Club Alter. Ja, ich meine ja beim Beimutterdrei, wo Leute draußen herumgehen, weißt du? Also, Tanzclubs eher würde ich jetzt sagen, aber auch dort findet man vielleicht einen Abnehmer. Ja. Ja, eben, da ist voll <laughs> immer, weißt du? Und die Leute ja. gehen herum und die sind lustig drauf. Mhm. Und ich meine, du findest auch, kannst auch zu Junkies gehen oder sowas, aber ich meine, dort, <lacht> <lacht> dort ähm, findest du sicher Abnehmer dafür. Ich weiß, ich kann, käme nicht aus mit dieser Droge, deshalb kann ich das nicht befürworten oder nicht. Ich habe das, das einmal genommen oder zweimal. Es ist nicht gefährlich, es macht halt, du es ist so wie Gehirnzellen abtöten halt, aber du mhm. hast eh viele davon. Aber wenn du es die ganze Zeit machst, ist eh Safe. Ja, irgendwann flasht sich Geben wir es auf B? Ja, ja, gehen wir es auf B. Okay. Dann. Kommen wir jetzt zu Xanax. Okay, und ich persönlich sage zuerst: Bei mir Xanax, ähm, ich, ich rede nur über mich. Wie gesagt, wir reden über unsere eigenen Erfahrungen. Ich hatte nie ein Problem mit Xanax. Für mich ist Xanax auf jeden Fall einer meiner Lieblingsdrogen. Ich habe auf jeden Fall schon einen Monat oder so keine Sans mehr gepoppt. Der Grund, warum ich keine Sans popp gerade, ist, irgendwie, ich habe keine Anxiety. Der Grund dafür ist, glaube ich, dass ich fast jeden Tag Fitness gehen und Sauna. Und es ist wirklich so, weil du sitzt in der Sauna drinnen, Bruder, 10 Minuten und du hast nur den Pump und so, du also bist in der Sauna und erstens ist es so wie Meditation für 10 Minuten. Und zweitens dieses Schwitzen, es tut dir einfach gut, weißt du, du wirst natürlich bluten und sowas, du gehst raus, du fühlst dich einfach gut, du hast keine Anxiety, wenn du in die Sauna gehst, weißt Das du? ist ein Tipp, wenn das wirklich stimmt. Ich ja, mit, ich tue mich aber auch gesund ernähren und Fitness machen <laughs> und relativ viel Schlaf bekommen <laughs> und das auch, weißt Weil du, aber. Das ist geil, der erste Depri-Junk, der geht einfach. Ja, da haben mir Leute auf Instagram geschrieben, boah krass, ich bin urbändig so süchtig und jetzt werde ich einfach in die Sauna gehen. Ich sage so, ja, Bro, aber nicht reichen, ich mache auch freut. Fitness, aber gesunde Ernährung. Ja. Letztens wieder Meditation und sowas. Ich du wieder Selbsthypnose mache und solche Sachen, versucht da besser zu werden. lucid ist so ein paar Sachen, in die ich jetzt wieder reingelesen habe. Und ich hatte nie ein Problem mit Science. Natürlich habe ich Blödsinn gemacht auf Science. Natürlich äh, habe ich viel zu viel Science genommen, eine Zeit und bin rausgegangen und habe war eine Bedrohung für die Gesellschaft auf jeden Fall. <laughs> Aber ich denke mir, wenn man es in Maßen konsumiert, so, wenn jetzt ein Dude herkommen würde, und er sagt mir, ich bin zu Hause und er sagt mir, hey, willst du eine Zend, bla, bla Ich würde sagen, bro, why not, ich pop eine Zend und ich gehe auf Instagram und ich mache fand ich Shit. Aber ich nehme es halt nicht mehr aus den Gründen wie früher. Früher war es viel für Musik machen. Und früher auch eine, wie ich begonnen habe mit Hit die Vienna, so fast immer, wenn ich was auf YouTube geladen habe, ich war auf Zend. Weil ich so viel Anxiety immer hatte und so nervös war immer bei irgendwelchen YouTube Sachen und sowas. So for real. Ja. Und erst irgendwann habe ich halt gecheckt. Dass ich habe halt damals nicht wirklich gecheckt, dass Leute sich die Sachen wirklich anschauen. Und dann, <laughs> irgendwann, wo ich halt Leute in echt getroffen habe und mit, die mir sagen, was, da was sie davon halten. Und ich war immer so, Bro, schau, ich, ich war so low-key wollte ich eigentlich nicht, dass das Leute anschauen. Mhm. Und dann war ich aber so, okay, ich gucke mir die Sachen jetzt wirklich selbst an, was ich früher nicht wollte. Mhm. Und wenn man nüchtern ist oder nicht auf Xanax ist, ja, dann kannst so du, sehen. ja, dann kannst du einfach viel besser entscheiden, was für Content du machst und beurteilen, ob das gut ist oder schlecht. Weil wenn du auf Xenix bist, kannst du gar nicht beurteilen, ob das, was du machst, gut ist oder schlecht ist, und du kannst nicht wirklich wachsen als Persönlichkeit, weil wenn du die ganze Zeit auf Xenix bist, ja, du wächst halt nur, wachst, man wächst halt nur auf Sans dann und immer, wenn du nüchtern bist, bist du wieder an deinem Punkt. Genau, genau, weil äh, du lernst nicht mit Sachen nüchtern umzugehen, mit denen du auf Xenix umgehst. Mhm. Und das sind natürlich schlechte Aspekte, aber ich habe ziemlich schnell gecheckt die Gefahren von Xenix und wie ich Xenix einsetze und sowas. Und mittlerweile brauche ich es halt wie gesagt fast gar nicht mehr, also okay. früher habe ich es echt manchmal gebraucht, bei Mucke machen, bei da, 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 was weiß ich, ähm, live gehen, was weiß ich, Na, ja, live habe ich nicht gut gekonnt auf ex aber hätte <laughs> ich sonst du's auch gemacht. gemacht, genau, genau, aber dann äh, habe ich irgendwann gecheckt, dass ich einfach besser bin, wenn ich nüchtern bin, mhm. besonders wir haben uns jetzt nicht die Stammtisch wieder angeschaut, die alten und dann merkt man so, okay, da war ich auf Sanex, ja, ja, denke ich so, das ja. ist nicht gut, ja. weißt du und ja, Bro, ich denke, ich bin einfach aus, als Person gewachsen und deshalb brauche ich es nicht mehr so, aber generell meine Lieblingsdroge, eine meiner Lieblingsdrogen. Also du so würdest halt, S geben wahrscheinlich. Für mich persönlich, Weil, ja. Wenn man nur über Drogen redet, muss man die Lieblingsdroge auf S geben. Ja, für mich persönlich. Für, nur persönlich für mich persönlich ist es S. Generell mhm. ist es ein anderes Ding. Für mich mhm. persönlich ist es S. Ja, für mich Persönlich ist es sogar C oder D, aber das ist, liegt an mir, mhm. weil die Droge ist ja wirklich, wie du sagst, wie man es benutzt. Mhm. Und dadurch, dass ich diese Droge nicht benutzen kann, hatte ich ja nur Probleme damit. Und deshalb muss ich es persönlich auf C oder D geben, weil ich habe mich nicht unter Kontrolle auf dieser Droge. Mhm. Und ja, ich kann die, du Droge, nicht du kannst die Droge nicht kontrollieren. kontrolliert mich. Ja, ja, ja. Und deshalb muss ich, muss ich sagen, die hat mir am wenigsten im Leben... Freude bereitet. Mm. Weil die hat mir nur Stress eigentlich bereitet. Und ja. Deshalb muss ich die auf C oder D geben. Auf C gebe ich sie, weil sie ist schon lustig. Ähm, auf D gebe ich es nicht. Ja, auf C gebe ich es. Also aber hattest du nie eine gute Erfahrung auf Sens? ich hatte gute Erfahrungen, aber die sind immer in eine schlechte gemündet, mm. weil es wurde immer mehr, immer mehr, okay, immer mehr. Okay. Also, ich hatte gute Erfahrungen um 18 Uhr auf Sens und um 4 Uhr in der Nacht. Ist es dann zu einer schlechten geworden? Weißt du, was ich ja, meine? Ja, es ja. wurden immer mehr Sans, immer mehr. Ja, das ich und muss das auch so. sagen, ich habe halt, weißt du, die Sans bekommen das erste Mal vor was weiß ich, fünf Jahren und ich war so, okay, ich popp eine Viertel, noch ein Viertel und noch ein Viertel. Einmal ich treffe dich und äh, wir haben, ich habe 20 Bars bekommen und du warst, <laughs> ich war so, okay, Digga, nehmen wir zwei Bars oder so äh, insgesamt. <laughs> und du warst so, Bro wir müssen schon die ganzen 20 Bars poppen. <laughs> und was passiert? Äh, ich war in der Passage und ich komme mit irgendeinem Typen nach Hause und ich dachte, der hat mich vergewaltigt. Also ich hatte gar keine Ahnung, okay? Du machst irgendeinen Blödsinn, Bro. Den du dich halt nicht erinnern kannst, das ist es Ja, yeah. oh, Gott, Digga. Nee. Und Du machst einfach so einen Blödsinn, Digga. Und mhm. ähm, wenn du zu viel sein nimmst. Aber das war halt irgendwie Das ist nicht mehr das mhm. Das ist nicht angeschlossen. Aber ja. <laughs> das ist halt das Ding äh, bei dir. so also, du kannst da bin ich auch ein bisschen da reingekommen nicht zu viel sein aber das ist natürlich schlecht, aber sonst alleine, ich persönlich ich hatte eigentlich, äh, wo ich es dann kontrollieren konnte, so 2019 mhm. oder sowas, nicht wirklich Probleme damit und ich bin auch nie wirklich abhängig geworden, weil wie gesagt, vier Wochen irgendwie keine Sans gepoppt, nicht weil ich irgendwie jetzt keine bekomme oder so sondern einfach, weil ich nicht das Verlangen hatte, weißt du, mir geht's sehr gut, äh, psychisch, was wie gesagt, diese Sauna-Ding, Bro, for real, major <laughs> key. Also, wenn, wenn du runterkommen bist von den Benzos, dann hilft nicht nur die Sauna. Ja, ja, safe. Wenn, wenn du generell Richtung runterkommen bist von Drugs, versuch Sport zu machen <laughs> und mhm. äh, Sport zu machen, gesund zu ernähren mhm. und äh, in die Sauna zu gehen. Safety. Mhm. Aber du würdest sie als C werten. Von der Wirkung her A, wie ich damit umgehen mhm. kann, D. Deshalb circa <laughs> bei C für mich, bei S für dich, also müssen wir sie A. Oder B einordnen. Warum? Es wäre für mich ein S. Ah, ja, okay, dann gehen wir sie zu A. Gehen wir sie zu A dazu. Okay. Damit wir nicht so Pussy weil, alles auf okay. B haben. Ja, genau. A. Ah. Okay. Nächste Droge. Was ist das? Magic Mushroom. Oh. Oh. <laughs> äh, mit seinem meine Lieblingsdroge. Ja, ich würde die auch auf A geben. Für mhm. mich persönlich. Weil ich, ich weiß zwar, sie wirken nicht also, immer gut okay. für mich, aber sie sind immer. Sie, ich habe so Respekt vor dieser Droge. Ich, will ich, sie, auch, ich kann ja. sie nicht schlechter machen als, als A, weil ich weiß, was sie Auswirkungen. Was sie auswirken kann bei Menschen. Und auch wenn ich nicht immer gute Erfahrungen habe, ist auf jeden Fall ein A-Wert. Das Ding ist, in letzter Zeit, ich habe nicht mehr so viele Shrooms genommen, aus dem Grund, dass ich gerade Shrooms habe, die ich nicht so nebenbei nehmen kann. Mhm. Weil früher hatte ich so Shrooms irgendwie und ich konnte die nehmen, und dann gehe ich ins Fitness, dann mache ich einen Wochenplan, dann gehe ich meine Finanzen durch und dann mache ich Pläne für Hit Vienna und sowas. Das war krass. Aber jetzt irgendwie immer, wenn ich diese Shrooms nehme, ich bin einfach mega philosophisch und, über <laughs> weißt du, und dann, 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 dann bin ich so am Joggen und plötzlich denke ich so, Bro, mich, diese, die, diesen einen Typ, den ich einmal gescammt habe, ich muss ihm das Geld zurückgeben, weißt du? <lacht> <lacht> Solche Siehst Sachen. Du, er holt den guten Max aus dir raus. Ja, oder? das schon, Der das guten. schon. Aber ich meine, ich wollte die letzten drei Tage immer Schums nehmen, aber ich mhm. bin nie dazu gekommen, weil es ist zeitintensiv, weißt du? Mhm. Weil du bist, musst mindestens drei Stunden einrechnen. Eine Stunde kickt rein, weißt du? Für Microdose, ja, sonst kannst du den ganzen Tag einrechnen. Ja, ja, safe, safe. <laughs> um, ich habe es letztens einmal genommen mit einem Homie, der war hier, er hat was aufgenommen und er hat Schrooms genommen und ich war so, okay, fuck it. Es war schon 4 Uhr früh, ich habe Schrooms genommen, da war ich bis zehn Uhr wach, konnte nicht pennen. Es gibt auf jeden Fall Energie, das ist cool. Ich hatte unglaublich gute Erfahrungen mit Schrooms. Teilweise glaube ich, Leuten geht es schon auf die Nerven, dass ich über Schrooms rede. Ich hatte es so irgendwie auf Twitter gesehen, so irgendeine oder manche Leute sagen, oh, safe von immer über Schrooms, was weiß ich, aber ich denke mir, Bro, es ist eine Droge, die mir extrem geholfen hat im Leben, weißt du? So also diese äh, die bewusste Ernährung, sehr viel mit Podcast, Hit wie einer steht, Bro, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mir Schrumms geholfen hat, weißt In du? Das also sage ich, Shrooms, es kann eine gute Leidenschaft sein, das muss nicht immer gut wirken. Ja, genau, aber es genau. Kann eine gute aber an sich ist es eine Droge, mhm. finde ich, von der man schwer Meier geht, von mhm. äh, auf der man eher nicht schlechte Taten begeht. Nein, auf gar keinen Fall. Du bist nicht... Du ja, bist ich, nicht wie wie teile dieses Video, wo er die Frau schlägt auf Schuhe. Ja, aber Bro, das ist, weil der hat das du... Der wenn ist du, auch du, auf du, Tester und sowas. Und koch sich oder irgendwas, mhm. weißt du. Wenn du auf Partys alles nimmst, nicht geschlafen hast und nur einfach nur dazu Schrums ballerst, kann safe alles safe, passieren. Safe, safe, safe. Aber aber Man muss auf jeden Fall sehr Respekt, viel Respekt davor genau. haben. Digga, ein Dude hat mir heute so geschrieben, bla, bla, bla. Äh, ich habe den Schrum-Podcast gesehen, ich will Schrums nehmen, aber ich bin so nervös und sowas. Ich sage so... Bro, wenn du so nervös bist, dann nimm keine Shrooms. Ich fang klein an mit dieser Micro. Ja, oder, oder in, an, informier du. dich, wie gesagt, erstmal über dein Unterbewusstsein, was Shrooms mhm. machen und sowas. Und dann bist du eigentlich nicht wirklich nervös, mhm. weißt du? Dann kannst du klein beginnen. Mhm. Aber wenn du sagst so, boah, Digga, dem hit allerdings hat das so viel geholfen, Schrooms und ich will jetzt auch Schrooms nehmen, und ich wette dann, was ich weiß ich, dann richtig. beginne ich mein Business so, Bro, das, das, ist, das ist für way, jeden irgendwie anders, deshalb, ja. das ist nur mein persönliches Ding, mir ja. hat das viel geholfen, und ich finde es besser, wie Ike oder irgendwelche anderen. Ja, andere das Traum. kann man nicht verteufeln, tun wir es auf, auf S, das ist psychotische Droge, die kann man nicht verteufeln, das ist, muss man von Herz machen, vom, vom Herzen herausnehmen und dann passt es sich, ja, ja. so. kann man nicht verteufeln, es geht nicht. Nächste Droge Ecstasy. Ah, ja, da bin ich schon Fan. <laughs> <laughs> da bin ich schon Fan, weil das habe ich gemacht, viel zu früh, viel zu jung. Aber da durch diese Droge habe ich kennengelernt, was Drogen im Kopf für Gefühle hervorrufen können. Uh. Weißt du, du lebst deinen Alltag dahin und sowas, dir geht scheiße oder gut, scheißegal, wie es einem geht jetzt mal außen vor. Aber dann nimmst du einmal eine Droge, die deinen Chemiehaushalt so dermaßen durcheinander bringt, wo du denkst: What the fuck, was habe ich für Gefühle? Scheißegal, du kannst mm. sagen, sie sind fake oder sie sind nicht, sie sind am nächsten Tag wieder weg oder du baust Scheiße vielleicht oder du sagst Leuten, du hast sie gern, die du nie wieder sehen willst. Egal, aber du hast Gefühle, die nur durch Drogen und deinen Chemiehaushalt hervorgerufen werden können, wenn du, den, wenn du diese Droge nimmst. Und dadurch habe ich kennengelernt: Aha, da gibt es noch mehr. Mm. Da gibt es nicht nur. Diesen simplen Alkoholrausch und ähm, Gefühle, die man halt so hat, relativ wenig Gefühle tagsüber, also eigentlich eh gesund, mhm. solltest du ja nur ehrliche Gefühle haben im Leben. Das Ding ist, umso höher du gehst, umso tiefer fällst du auch. Weißt eben, du? Das, das musst du auch wissen, das weiß man am Anfang nicht. Aber trotzdem, dann hast du Gefühle, die du noch nie gehabt hast in deinem Leben. Dann habe ich mir gedacht, aha. Das gibt es auch. Dann, ah, wo du, ich, du warst dann ja, wurde ich ein Drogenfan. Du warst wirklich nicht Ecstasy. Das ja, ja, ja. Ding ist, du warst ja auf Ecstasy immer richtig drauf. So, Ich habe gehört, oh, ich habe einen Gramm MDMA gezogen. Was war das, das wo du vom Flex warst und du dachtest, du bist in einer Tasse oder was? Ich, okay. eine, ich, ich bin eine, ja, was war das? Ich, ich bin eine, ich, was ich bin eine Teekanne. Was war diese Story? Was ist da passiert? Boah, ich habe ganz viel getrunken, ganz viele E's genommen, sodass mich meine Augen nicht mehr aufgekriegt habe, bin irgendwo gelegen vor dem Flex mhm. und Leute haben mich erkannt, so von der Musik, mhm. sagen, jo, es geht. Meine Geldbörse <laughs> war auch weg irgendwann. Und dann, <laughs> und ich habe dann eine Geschichte gehört, dass ich ihnen gesagt hätte, ja, ich bin eine Teekanne und so, ich. Ah. ich bin da so gelegen irgendwo vor dem vor, Flex. Es war, es war sicher schön in dem Moment. Also. Aber würdest du das ich jetzt noch so? Auf gar keinen machen? Fall. Ich habe vor. Zeit mal wieder eine halbe wo du findest dich so im Internet. So du bist <laughs> äh, du gehst weg, du, ah, was ist passiert? Ja, keine Ahnung. Aber okay. Das wäre mein Imagepflege. Das wäre schon okay. Wirklich? Okay, cool. Ich ich würde ja shit, Digga. Deshalb mhm. ja, mit solchen Drugs überhaupt in der Öffentlichkeit. Ich, ich popp nicht wirklich viel sein ja, in der Öffentlichkeit. so. ist kein Problem. Ich entspannt, einfach nicht, nicht so zwei e Fetzen mhm. eine halbe oder drei Viertel. Das ist auch genug. Du hast auch Teller und sowas. Ja, ja, aber ja. ich habe ja früher was sie eine e, und bevor ich erst hochgekommen bin, habe ich mir gedacht, Nein, das Fick nicht, aber schon die zweite geballt und im Endeffekt bin ich so irgendwie durch die Gegend gelaufen, ist ja, aber es war ein gutes Gefühl, aber das ist halt auch die falsche Herangehensweise. Ich persönlich bin nicht so ein großer Fan davon. Ich ja, habe irgendwie ein bisschen zu viel diese mega großen Highs. Ich, ich bin eher so der Downer Fan, weißt du? Dieser entspannt so diese mega großen Highs. Wie gesagt, umso höher du gehst, umso, umso höher deine Highs in dem Leben, so tiefer sind deine Lows, ja, weißt das du? Deshalb also in letzter Zeit, was einfach immer so steady ist. Äh, Sailing und ich denke mir, ich bin eigentlich eh ziemlich glücklich darüber. Aber natürlich, das Leben ist interessanter, wenn du viel Heißen und so heiß los hast. Ist, das ist eine gewonnene Sache, wie ich jemand der Arbeitermarkt, erkennt erkennt das super gut, weil du hast eben, den, den, der, der nächste Tag ist gelaufen. Du hast, du fliegst ganz hoch und am nächsten Tag hast du ein Sail, du bist und geht nicht mehr. Mhm. Du, du hörst draußen bei der Tür jemanden am Gang gehen, weißt du was ich meine? Du bist nee, oh, ja, shit, ja. so, bitte Leute nicht oder was? Wenn das der Nachbar ist, wenn er Reis mag, ich mache ihm nicht auf, wohin gehe ich, gehe auf den Balkon, lege mich hin oder was. Weißt du, solche Sachen, Gan äh, du fällst wirklich tief, äh, wenn du ganz hoch geflogen bist. Aber über die ganzen Jahre, du weißt, dass das passieren wird und dadurch gewöhnst du dich dran. Mh, du bekommst okay. wie ein neues Down-Ich am Nächsten Tag das mit allem kopen kann, du, du fliegst ganz aber ist das deshalb, wenn du so lange nicht zurückschreibst oder so was? Ist das Nein, das hat nicht so mit? Das war eine ganze Woche, das hat nichts mit <laughs> zu tun gehabt. Das war einfach, ich, ich hatte Covid, und dann bin ich in ein Loch. Ist ja wurscht, das besprechen wir jetzt nicht. Das ist das, sprechen wir ein andermal, weil es okay. hat nichts mit Drogen zu tun heute gesund um okay. und äh, ja, aber das ist auch ähnlich. Aber es halt, dauert halt nur einen Tag lang. <laughs> Kennst du äh, bei mir, hat, mich hat es schon mal einen Monat lang gefickt. Mm. Aber weil einige Sachen aufeinander gekommen sind, aber Exes tut er halt nicht gut. Also, ich habe sehr ja, viel Respekt schlecht, davor. Kennst du meine erste Exes-Erfahrung, wo ich mit diesem Girl war und sie hat ein T-Shirt von mir gestohlen? Nein, aber war Okay. <laughs> ich erzähl schnell. Auf jeden Fall, ich habe das schon mal beim anderen Podcast erzählt. Ich habe den Miniclip auf TikTok geladen, gell? Basically, ähm, Ich war äh, 18, 19, sowas und ich bin in die Stadt gegangen und ich war ziemlich zu auf seinen und so einen Scheiß und ich, ich bin zu Freunden gekommen und ich habe dann so ein Mädchen getroffen irgendwie von Instagram oder sowas, die ich kennengelernt habe mal, wo ich irgendwas verkauft habe und wie ich sie getroffen habe, so sie hat mich direkt geküsst und mit mir rumgemacht und sowas und ich war so, damn, das ist ein bisschen weird, <lacht> <lacht> so, Ich habe sie gerade getroffen, Nein. weißt du und ich war so irgendwie ich war offensichtlich ich, ich, sehr needy. Ich es einfach, guck mal, das es ist jetzt yeah. eine Fortsetzung. Okay. Auf jeden Fall, es war weird, geil. ich war so, es kommt mir so vor, als hätte ich eine Nutte bestellt und sie hat dann so begonnen zu heulen und so und scheißen. Hast, ich, hast du sie gesagt? Ja, weil es halt so ein bisschen war, ich, ich, ich wusste nicht, dass das, genau ich war auch auf Science, yeah. also, okay. Auf jeden Fall, um, dann hat sie gesagt, so, hey, willst du eine E nehmen oder so, und dann sind wir zum Donnerkanal gegangen und sie hat irgendwie eine E bekommen, sie kannte den mhm. oder sowas, ich. ich war so, okay. Wir haben die geteilt und wir kamen nach Hause und so und ich war so weg und sie hat mit mir geredet und ich dachte, sie redet und ich, aber ich in meinem Kopf war in einer anderen Konversation. Ich war auf der Straße und habe mit ihnen geredet, mhm. gell? so komplett weg. Und äh, sie sagt irgendwie so Maxi, da, 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 da. und ich war so ja, Digga, also ja, also sie geht nach vorne und dann nach rechts und dann sind sie beim Billa, gell? und sie war so Maxi, Maxi, wach auf, wach auf. Und ich war immer so wow, chill, gell, und irgendwie durch dieses Ecstasy, Weed Sanding habe ich mich voll in die verliebt an diesen einen Tag. Ich war so, okay, wir sind safe zusammen, gell, so bla bla bla. <laughs> und sie war äh, bei mir, gell, und dann ist sie gegangen am nächsten Tag irgendwann, und sie hat halt, immer noch immer voll drauf, und diesem, so, ey, es war unglaublich, wie mich das gehittet hat. Aber war ein schönes Gefühl, oder? I guess, aber es ja. ist halt nicht real. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, dann habe ich mich von ihr verabschiedet und sie hat ein T-Shirt von mir an, so ein Harry Preston T-Shirt. Das T-Shirt hatte ich mal gescampt und sie hat es dann an und sie hat halt so gesagt, hey, kann ich das ausborgen für so einen Fotoshoot oder so? Und ich war so, um, ja, safe. Wir sehen uns eh diese Woche safe, gell? Sie war so, ja, ja, safe, bla, bla. Wir haben uns geküsst und sie ist gegangen. Und dann habe ich nie wieder was von der gehört. <lacht> und <lacht> das T-Shirt war weg. Mhm. Und sie hat so, ja, ich habe es verloren, was weiß ich, bla, bla, bla. Auf jeden Fall, ewig Zeit vergangen und jetzt bei diesem Schillerplatz-Konzert, am Ende vom Konzert, ist sie so hergekommen und sie war so, hey, uh, jemand eine Freundin hat mir erzählt, dass du so eine Storytime über mich gemacht hast. Und ich war so, was? was so? Wer, bist du? Wer, wer bist du? Und dann war sie so, ja, irgendwie, dass ich dein T-Shirt äh, gestohlen habe oder so ein Scheiß. Und ich war so, yo, das, das ist, ist dieses du. Mädchen. Ich habe mich überhaupt nicht mehr erinnert an sie, gell. Und sie hat dann irgendwie so gesagt, Uh, urlang gelabert, so bla bla, es tut mir so leid und da 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 und da da da, da. Und ich war so, yo, mir ist das so wurscht, das ist vier Jahre her oder so, weißt du, mir ich war so, alles gut, alles gut, alles gut, gell, und sie war so, ah, der, ich bin auch gerne auf Podcasting machen, Musik und so. Ich war so, yo. Tschüss. Alles, ich, ich war so, alles cool, alles cool, gell. Und jetzt hat sie mir wieder so geschrieben, ja, ich soll ihre Musik anhören oder so ein Scheiß Und ich war so, yo, weißt du, das ist mir echt scheißegal schon diese Sache, aber wenn du Musik schicken willst, dann mach wie jeder andere im Stream. Also ich habe das ja nicht mehr mehr gesagt, weißt du, weil was soll ich da jetzt groß herumlabern? Ist das so wurscht, diese Geschichte? Und das, äh, weißt du, die, das ist ewig her und ich war dann auch darüber schon sowas von hier weg. Ich hatte direkt danach so eine Freundin und sowas, weißt du, mir, mir war das ziemlich wurscht. Und äh, sie, sie meinte dann ewig zu labern und sowas. Also dann bin ich gegangen. Aber auf jeden Fall, die habe ich jetzt wieder getroffen mit diesem Schildplatz-Ding. Auf jeden Fall, Fazit, du hast auch auf ewig diese falschen Gefühle entwickelt. Mit... Ihr wurde gesagt, also sich direkt verliebt. Ja, aber ja, es war irgendwie weird, Ich weiß nicht, Aber. Ich tue es auf A. Ich wirklich, ich würde es auf C geben. Jetzt haben wir wieder ein B. Ja, das ist das. Und dann die anderen Male, wo ich E genommen habe, ich weiß nicht. Du bist halt happy Moment teilweise, Ich bin, ich komme nie so wie ein Junkie vor, wenn ich auf E bin, wenn ich so. Du nimmst zu wenig. Bro. Ich war. Ich war, ähm, das Ding ist, ich habe Exotik genommen einmal zu Hause und dann war ich live auf Stream, bei irgendeinem, du hast mir eine Ehe gegeben bei einer Bolo-Boy-Show, irgendein, du, das a Crowd. Ja. Und ich war dann auf Stream, die, ich habe Muck gemacht ich, und ich danach gucke ich es mir wieder an und ich sehe, ja, 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 ja. so, scheiße, Bruder, ich kann nicht live gehen. Oder das, das sind, ich mag keine Abbas, Ich mag Abbas überhaupt nicht. Ich liebe das. Ich, ich mag es echt nicht, Digga. Also ich ich liebe Für mich das. ist eh eigentlich, würde ich es nochmal nehmen vielleicht unter ja, der, ich der einzige Ding wo, wo, die einzige Situation wo ich es nehmen würde wäre wahrscheinlich wenn ich mit, mit einem Mädchen zusammen bin oder so mhm. bla, bla, dann einfach diese Butter, das gehört zu den Dungen, die würde ich alleine nehmen ja, leider zu so Hause sitzen. Ja, habe ja. ich auch schon gemacht und Mucke gemacht und sowas, <laughs> okay. aber ich finde das echt nicht gut. Ich will gut. nicht, weil Mucke, ich will einfach da sitzen. Das ist einfach ja, geil Bro, ich, ich finde das nicht geil, <laughs> Digga. Ich finde das so cool, <lacht> Scheiße. <lacht> okay, dann tun wir es auf B. müssen wir auf B tun, dann. Dann müssen wir wieder auf B tun. Das passt ja, das, das spiegelt ja okay. unsere gemeinsame Meinung. Ja, okay, Digga. Ehe für mich war. Okay, ich glaube, bei der Drohe sind wir ein und Cannabis. Ja, dann müssen wir D oder C nehmen. Ja, das Ding ist, <laughs> habe ich Cannabis genossen als junger. 15-, 16-Jähriger. Ich habe gedacht, ich hab's genossen. Es, es war das Coolste der Welt. Am Anfang natürlich war es das Coolste. Aber boah, ich habe Gras geraucht. Da, 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 ja. Unglaublich. Aber halt, das war ja mehr das Nice, dass man das Gefühl hatte, man macht das. Ja, ja, ja. Aber es war nicht das Nice, was es da das, das Ding bei Gras war, ich habe immer gehört, so, Whisky Liefer und bla bla, die rauchen den ganzen Tag Gras mhm. und können aber noch alle Sachen machen. Das heißt, ich dachte immer, ich muss einfach so viel rauchen, dass ich eine Toleranz habe und mich Gras nicht mehr so hart effektet. Weißt du, und dass ich einfach die ganze Zeit rauchen kann und Sachen machen kann. Aber wenn du so viel rauchst, dann. Wie gesagt, du hast halt nicht mehr viel Effekt und im Endeffekt könntest du gar nicht rauchen. Weil im Endeffekt die Leute haben ja, da vom Joint gar nicht, gar nicht mehr... rauchen, Oder was ich Angst. Dann. Was ich überhaupt nicht check, sind die Leute, die so sagen, boah ja, ich brauche das Gras mit dem höchsten THC, halt das Kelly, das was weiß ich. <laughs> weil Bro, im Endeffekt, du bekommst einfach eine fette Toleranz und das Gras wirkt dann auf dich wie für andere Leute normales Gras. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass du so der Marker bist, weil du so fett ist. So, äh, also du bist... Ich kenne mich da nicht aus, für mich ist einfach... Fast alles Weed zu stark <laughs> ja, und fertig. Ja, aber schlecht. ich habe Angst. Für die Leute, denen es gut tut, denke ich mir: Bro, go on. Wenn du, ich denke mir, so viele Leute haben ein Problem mit Gras, aber gestehen sich nicht allen. Das stimmt. Da und irgendwann gestehen Oder sie wissen schon, aber sie wollen einfach nicht aufhören, weil es einfach so die große Gewohnheit mhm. ist. weißt du? Nicht nur Gewohnheit. Ich denke, wir ich sehen denk, das, was ich, ich habe, wenn ich Gras rauche, bekommen mhm. die, wenn die keins rauchen. Nein. Ja, also ich kenne also. Leute, den die, die sind ohne Gras, oh. aktiv, machen Sachen, bla bla und dann zum Beispiel beim Weggehen, die Leute beim Weggehen einen Joint rauchen, brauchen ja, einen Joint, dann gehen sie nach. Geh mal Mackey, ja, da, 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 okay, und dann nach Hause, gell? okay? Okay, mhm. Digga, du machst nichts in deinem Leben, weißt du im Endeffekt, so Leute rauchen Gras und erleben einfach so gut wie gar nichts mehr. Wenn ich, auch so, ich, ich, ich werde hier auf einer Party bin und so und ich sehe die Leute am Anfang war es geil yeah, viel getrunken yeah. viel geredet und dann sehe ich die ersten so lange Joints bauen no so, und dann geht's yeah, die Runde yeah. und ich weiß genau uh, irgendwann sitzt jetzt du bin dann. ich jetzt bin ich jetzt bin ich viel zu drauf für die weil die gehen jetzt gleich in die Heier und ich sitze da ich will noch plaudern und reden safe, safe, wir also, ich weiß nicht bro wenn ja. du so ein du bist wie Wiz Khalifa oder sowas Go ahead, go. Weißt du, der, da gibt es zwei Sorten von Menschen sage ich, die Gras ja, ja, vertragen und die es nicht vertragen. Im Endeffekt, es ist eigentlich eine sehr kleine Gruppe, die es wirklich verträgt, mhm. und manche Leute reden es sich nur an, weißt du. Und eigentlich tut es ihnen nicht wirklich gut. Ja, eigentlich wären sie produktiver ohne Gras, wahrscheinlich glücklicher, würden mehr leben und sowas. Aber der Großteil der Menschen, ich glaube, es tut dem Großteil nicht wirklich Nein. so gut, wie man eigentlich sagt, wie genau. ich früher gesagt habe, wie ich immer gesagt habe, auch Medical Weed. Ja, ich denke auch nicht, dass es eine Wunderdroge ist, immer gegen alles hilft und so, weißt du, bin ja. du bist krank, ich rauche Weed. Schon, ich meine, mir hat, ich habe schon extrem gerne Weed geraucht, wie ich krank war damals, so wenn ich zu Hause ja, aber war. einfach, ich war weil krank. du wusstest, du hast nichts zu tun, du bist krank, du kannst jetzt äh, herumrechnen. Ich habe früher... Nur masturbiert immer, wenn ich davor vor Weed hab, früher. Weißt ja, ja, ne? eh, so, aber so, das kannst du nur machen, wenn du weißt, zum Beispiel, wenn du krank bist. Sex ist, ist krass geil. auf Weed. Das Ding ist, was ich gemacht habe, äh, zum Beispiel, weil ich kann auf Weed alleine, ich kann Weed rauchen, es ist okay, mir geht es danach. Ich kann jetzt so ich kann jetzt extrem glücklich sein, gell? mir geht es gerade ziemlich gut. Und ich denke mir, wenn ich einen Joint rauche, was kann passieren? Aber ich weiß gar nicht, in was für ein Mindset ich komme. Ich vergesse es komplett mhm. und dann rauche ich Weed. Und dann rauche ich es vielleicht ein paar Mal und dann komme ich in so ein Mindset, mir geht es so schlecht, ich mhm. denke so negativ, ich mhm. bin so down, ich denke mir so, boah, Digga, das ist das, ich habe voll vergessen, wie sich das anfühlt, ja, gell? Ja, ja. Und früher war ich immer so. Ja. Früher war ich immer so, Digga, und äh, hätte ich zurück. nie aufgehört mit der Weed, hätte ich nie irgendwie begonnen, irgendwas selbst zu machen. Ich hätte immer zu viel Anxiety gehabt. Also aber ich dachte, ich bin einfach so. Aber See, es mir, Weed. Du merkst, wie weit du schon bist, wenn du wieder Weed rauchst, weil dann haut sich wieder zurück. Ja, bei mir ja. ist es so. Ich manchmal ganz selten von einer Party, ich nehme mit ein bisschen Weed. Jemand gibt mir ein bisschen ja, was ja, mit und ich denke ja, so, heute ja. zu Hause ist es ja. geil, dann kann ich noch ja. einen rauchen und niemand stresst mich und dann rauche ich hin und ich liege da, habe Angst und sowas, liege in meinem Embryo-Stellung am Sofa, hoffe, dass nichts. Irgendwie keiner ruft mich an oder irgendwas und dann denke ich, ah ja, genau so ist das Weed rauchen. Ja ja Ich ja, habe ja, vergessen, ja, 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 wie scheiße es ist. und die ganze Entwicklung, die man gemacht hat. <laughs> bei mir ist so, wenn ich Weed gesmoked habe, okay, ich muss dann wieder Sex nehmen und sowas mhm. und dann resette ich wieder ja. und dann bin ich wieder normal. Ja, Weed resettet mich zurück in eine schlechte Zeit. Ja ja ja, in eine schlechte Zeit, ja. Bruder. Ich weiß noch, äh, zum Beispiel letztes Jahr. Ich habe eine Zeit lang, ich fand es cool, Sex zu haben auf Weed, gell? weil du bist, also die Sinne sind schon sehr ja, verstärkt, ja, du wenn du halb bist. Wie, ey, sehr du sehr fühlst extreme. viel mehr. Aber das Ding ist, wenn ich sober, also wenn ich nüchtern bin und Gras rauche und dann Sex habe, so, ich kann das nicht wirklich, weil ich mache mir so viele Gedanken dabei. Mache ja, ich, so, ja, ja. Mach ich das gerade richtig? Ja, Wie ist ja. das eigentlich? Gefällt das ihr gerade? Ja. Und Im Endeffekt kannst du nicht machen. Ja. Was aber du, geht, du kannst nicht verdrängen auf Weed. Ja. Du kannst nicht, nicht, ja. Was aber geht, ist Xanax. Dickpillen, weil auf der kann ich nicht smashen, also ich kriege keinen Ständer ohne Dickpillen und dann Weed dazu, das ja. geht. Und dann muss ich aber danach direkt wieder für Sex poppen, damit äh, der Weed-Effekt nicht länger andauert, weißt du, damit ja. ich wieder normal bin am nächsten Tag. Und es ist es im Endeffekt nicht wirklich wert, diese ganzen Drogencocktail zu machen, einfach nur um Sex zu haben auf Weed oder um einen Film zu schauen. Es ist schon irgendwie cool, wie ich mich, wie äh, ich weiß noch, wie ich Krätze hatte, gell? weil ich in der sternmark im Ferienhaus mhm. und ich habe dann Weed gesmokt und Schums genommen und ich war so, oh, halluzination, war so stoned und habe mir das eingepoppt und war so, das ist cool. Ja, ja. <laughs> Aber danach, gemacht. Bro, die Woche danach, mir ging es so scheiße. Ja, ich ja. bin wieder in diesem negativen Mindset und sowas. Mhm. Boah, Bruder, ich habe ein, äh, oder wo wir da waren bei dieser Show von Marco auf dem Boot, äh, von Eli ja, Preis und so. ja, Mako hat den gemacht. Joint gegeben und ich habe daran gezogen, Digga. Und mir ging es so, ich und war ich so paranoid. Das, ich ich habe mir geschworen, auch immer, mir bieten so oft Leute einen Join an und ich sage immer, dass sie sich sagen, immer nein, egal was passiert. So, also, na, nur einen Zug. Oder die Leute, ich sage, ich denke mir nicht mal, du Arschloch, ich denke mir einfach nein. Passt. Weißt weiß du, welche Leute ich am meisten hasse, die unbedingt Weed, weed gehen wollen, weil sie sagen, nein, ihr Strain ist der, wo es ja, nicht so ja. ist. Also, das ja. ist so, Bro, mhm. das. Ist vielleicht für dich jetzt cool, du denkst vielleicht, aber ja. Dicker, jedes Weed, ich kann nicht mal CBD rauchen, weißt du? <laughs> Doch, das Nein. Das, das Nein! Ich auch oft. Ich kann okay. nicht CBD okay. rauchen, Jetzt, wirklich. Nein, mir geht es dann genauso schlecht, wenn ich länger hast... CBD rauche. Ja, mir geht es dann. Also, äh, ich werde ein bisschen heiß sogar von manchen CBD. Es ist so wirklich, ich, ich, mhm. ich, 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 ich bekomme rote Augen. Ja, ja, ich und ich kriege Munchies ja, und alles, weißt du? Und ich werde horny und sowas. <laughs> wenn ich CBD rauche, wirklich. Ja. Und danach habe ich auch die schlechten Effekte von Weed. Ja. Ich kann nicht mehr CBD Verrückt. rauchen. Das ich noch nie Also für mich ist Weed... Für mich persönlich, weil wir unsere Sachen einschätzen, ein D. Ja, dann tun wir es auf D. E ja, weil es halt zu viele negative Zeiten. Was sind die positiven Horny <laughs> Munchies? Essen, und, fressen Kreativität. und, und wichsen. <laughs> so. Oder sexy, sexy oder wichsen. Mhm. Äh, aber wichsen ist auch eine gefährliche Slow, <laughs> wenn du auf Weed bist, weil du bist an sehr vielen Sachen interessiert, die du sonst nicht Und Du denkst so, wow, Digga. Und nach dem kommst du so, wow, was habe ich mir gerade angeschaut, Bro. Das ist so ein weird Shit, weißt du. Du kommst so... <laughs> Oder bist ja. du mit der VR-Brille irgendwie? Oder? Das habe ich noch nicht. Gemacht. <laughs> das ist mir neu. Der zu dir. Ich auch, auch nicht, weil ich kein Weed habe, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, weißt du, ja, ja. Du ja, natürlich, Digga. Ich würde Ja, dann Sachen du willst das mal abschließen. Um, mhm. Ja, Digga, ein paar gute Sachen am Weed, aber generell, mhm. ich, wenn Leute damit klarkommen, macht ein Ding. Aber mhm. probiert ohne und ihr werdet sehen, ich habe höchstwahrscheinlich positive Effekte davon. Jetzt haben wir. Was ist das? Das ist eine interessante Drohe, Ben. das ist Ketamin. Ah, Ketamin. Ich bin zwiegespalten. Weil Ketamin, ich habe nie nüchtern Ketamin, Ketamin genommen. Ich habe es immer nur genommen, nachdem ich sehr viel Alkohol oder irgendwas anderes genommen habe. Und ich bin in andere Welten gelandet. Und ich bin. Ich glaube, ich bin ein schwieriger Zeitgenosse auf Ketamin. Ich denke, jede Person ist ein unangenehmer Zeitgenosse auf Ketamin. Ich kenne Personen die haben so hohe Toleranz, die du so, 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 cool. so, einziehen von dem und spüren gar nichts. Aber cool. bei mir ist das nicht <lacht> <lacht> So wie Okay. Na, aber bei mir ist es nicht so. Bei, bei mir reicht ganz wenig. Mhm. Und dann bin ich, ich gehe direkt. Da, funny story, okay? Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Letztens, das ist gar nicht lang her, ein Monat oder so. Und ich, ich wollte zu ihm, also ich war bei ihm und wir wollten ein bisschen feiern oder was weiß ich. Und ich wollte Speed ziehen. Und er hatte zwei Baggies. Er hatte speed und ein keter -Baggie. Und es war... Eines war markiert, damit man weiß, was es ist. Und ich habe das falsche genommen. Ich fragte so, Bro, bist du sicher, dass es ja. ist? Und er so, ich habe nicht gerochen, gar nichts. Ich habe nur das Baggy angeschaut. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ja. Und ich habe fette Leine aufgelegt, so eine riesige Leine. Und dann habe ich die gezogen und dann habe ich es gleich geschmeckt. Und dann habe ich gesagt, Bro, ich glaube, das war nicht das Richtige. Und bei Ketamin geht es schnell. Weißt du, so fünf, fünf Minuten oder höchstens fünf Minuten und du bist drinnen. Voll drinnen. Und ich war so, ich habe noch gesagt, Bro, ich muss jetzt meine Freundin anrufen. Ich muss ihr sagen, alles ist okay, weil ich kann ihr gleich nicht mehr antworten. Dann, Bro, bist du die ganze Zeit, okay, geil. Na, in diesen fünf Minuten, wo ich auf die Wirkung gewartet bist habe. Bist du die ganze Zeit in Kontakt mit deiner Freundin oder so? Nein, okay es bist. war gerade irgendwas. Ich okay, habe okay. auf sie gewartet, sie ist dann ah, nachgekommen okay, okay, Und ich muss dir noch sagen, da ist die Adresse, da bin ich, ähm, mir geht's gut, ich muss, Bro, ruf sie bitte an, hilf mir kurz. Und er so, Bro, es tut mir so leid, es tut mir so leid. <laughs> und dann bin ich so in diesen vier, drei Minuten, zwei Minuten und ich so, okay, Bro, so, Und dann bin ich langsam abgedriftet und dann habe ich gar nichts mehr. Getan. Und dann bin ich so da und ich so, okay, pschuh, sie ich bin wie ein Fidschi-Pfeil. Huh. Und, dann, und dann war das Ende Gelände. Dann bin ich da so gelegen, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden. Ich habe gedacht, meine Freundin ist ein Holzfäller. <laughs> weil sie hatte so ein Hemd an von mir wie ein Holzfäller. Und sie ist dann irgendwann gekommen und ich dachte, das ist, ich dachte, es ist ein Holzfäller. Und dann ähm, war Ende gelernt, dann habe ich irgendwas geredet und irgendwann bin ich eingeschlafen, weil es war viel, viel zu viel. Du ja, kannst dich daran erinnern, wenn du auf Ketamin bist. Man kann sich ein bisschen dran, ja, man kann sich daran erinnern im Endeffekt. Hat das psychedelische Erlebnis auch? Sehr psychedelisch. Ich habe einmal einen Film gesehen, auch mit dem gleichen Freund, ganz viel Ketamin gezogen und dann einen Film angeschaut. Und ich, das war irgendein Comedy-Film mit. Mit amerikanischen football mhm. Ich war auf diesem Footballfeld. Ich schwöre, ich war dort. Ja. Also, also richtig psychedelisch, wenn man viel nimmt, was nicht gewohnt ist. Aber für den zum Beispiel, der tut es einfach und es und passiert eigentlich nicht viel. Außer, außer wenn es sehr spät wird und er sehr viel genommen hat, dann können wir kein Gespräch mehr führen miteinander. Aber also gefällt es dir. Ja. Ich, es ist ganz selten, dass es eine angebrachte Wirkung hat. Immer auf Partys, wo ich bin und Leute nehmen das, weiß ich, okay, du bist jetzt weg von der Party. Mhm. Mit dir rede ich nicht mehr. Weil der ist immer so. Mhm. Und weißt ich meine, das ist schlecht und ich will es aber auch nicht sein. Mhm. Weil ich denke, wenn ich sehe, da wird viel Ketamin hingezogen, dann ich, setzt man sich automatisch woanders hin. Weil du weißt, dort findet kein Gespräch mehr statt. Da sind dann die Leute, die mhm. sitzen dann halt nur noch so. Und deshalb, ich mag es persönlich nicht gern. Ich finde die Wirkung sehr interessant, aber ich mag das nicht. Aber Vielleicht im privaten so. Als Ding ist, ich habe nie Ketamin genommen. Würde ich es mal nehmen. Also auf jeden Fall nicht in der Öffentlichkeit oder sowas. Vielleicht privat irgendwo irgendwas machen. Vielleicht im Urlaub. Du bist irgendwo in Peru oder so, und du äh, bist am Strand oder so ein Scheiß. Vielleicht, weißt du, ist eine psychedelische Erfahrung oder so. Ich habe noch eine extrem funny Story. Okay, warte, warte aber ich sag ganz kurz mein ja, Ding und andere Leute auf Ketern, warte ich, mach kurz das Fenster auf. Mach mach gut. Gut. Der Chicke rauch. Der Chicke, wenn er steht, tut mir ein bisschen in den Augen. Ja. Um. Andere Leute auf Ketamin sind mir ein bisschen unheimlich. Ja, Und stimmt. ich würde halt sehr ungern so in der Öffentlichkeit sein, mhm. Oder irgendwo draußen sein, wo, naja, ich, wo mich Leute keine sehen. Keine soziale Droge. Na, würde ich es vielleicht irgendwann mal Privat machen, vielleicht. Probieren, Aber ja. deshalb. Ja, das ist ungefährlich auf jeden Fall. Ungefährlich. Außerdem in Kombination natürlich mit Alkohol, weil es mm, okay. noch ja. eine funne Story, weil einer kombiniert mit Benzos und Alkohol, mhm. da niemals sagen, <laughs> wer, wer das war, und ich bin ich glaube, ich darf es auch gar nicht sagen, also wurscht, ist sehr lustig, ich muss erzählen. Und er ist dann irgendwann aus dem Zimmer gegeistert, ins Wohnzimmer gegangen und hat an den Esstisch uriniert. <lacht> <lacht> wo äh, die Leute da waren, oder äh, was? Ja, wo Menschen da waren, in, in, der, in der Wohnung, und er wusste gar nichts mehr. Benzos, diese, oh dieser Abfuck von Benzos und Ketamin dazu, diese realisation ah. von allem und dann ist er raus. Er muss eigentlich aufs Klo und hat aber nicht aufs Klo uriniert, sondern schon am Weg auf an den Esstisch in einer, bei einer Party oder was? Nein, bei eigentlich wo auch die Eltern zu Hause waren und <laughs> alles. Die Eltern waren da ja, von ihm? Nein, von, von dem, wo er dort war. Oh mein Gott. Aber ja. es sah geile Stories. Das wirklich. Hier. Ich kenne den Typen und ich, ich kann niemals sagen wie und so, weil es ist echt auch okay. unangenehm für alle. Aber das ist die beste Story ever überhaupt, muss oh ich mein sagen, dass das überhaupt passieren kann. Weißt du, weil du siehst ja trotzdem, du kannst ja sehen, aber dein Hirn ist so, dass weil, das passieren kann. Weißt du? Oh mein Gott, ja. Deshalb, Bruder, in der Öffentlichkeit mhm. würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Lieber. Ich war einmal auf Keto in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn und ich habe irgendwas geschrien mit dreimal sechs oh ja, Also ich hatte auch da schlechte Erfahrungen, aber die Wirkung ist sehr interessant. Man kann es gut benutzen für Schmerzlinderung und so weiter. Hm. Es gibt von der von der Ambulanz, die haben immer Ketamin dabei oder Ketaness eigentlich für ah. Menschen die, die tun das. Die also dann, ist es ist nicht nur ein pferdemedikament Ketanes ist das für Menschen, glaube ich. Und das ist aber ah. circa das Gleiche. Und wenn du einen offenen Bruch hast und die müssen das einrenken, dann spritzen sie dir schnell da diese Scheiße. Und dann bist du kurz, weil intravenös geht schneller, ist er schneller da und schneller wieder weg. Mhm. Und dann haben die so eine kurze Spanne von ein paar Minuten und dann können die dann dein Bein irgendwie einrichten und du bist weise so <laughs> so <laughs> so Also ist okay Ketamin. Ein B. Ein B? Oder ein A? Ich würde, <laughs> ich würde ein C geben. Nein. Ich gebe ein B du willst bei C ja, hin. Ja, du wirst bei C es, hin. Weil ja. es schon sehr weird ist. Nee, sehr ist eine nicht, Ich weiß nicht, Bro. Ich kann nicht wieder zusammen. Mhm. Oxycodon, kannst du was dazu kann sagen? Kann ich nicht dazu sagen. Kannst du was dazu sagen? Um, ich habe nie Oxys genommen, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe sogar eine hier. Aber ich habe <laughs> <laughs> das nicht genommen. Ist das so wie Tilidin? Ich hab Tilidin mal habe Tilidin einmal genommen. Tilidin habe ich einmal genommen. Genommen in Stuttgart und da war ich bei wem und hat irgendwie, ich weiß nicht, Digga, muss ich das riechen oder musste ich, ich glaube, ich musste das einfach nur einatmen oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Oder, oder Tropfen, nein, ich glaube, es, es war Tropfen, <laughs> es waren Tropfen, glaube ich. Und dann, Bro, ich war so fünf Minuten in einem wirklich psychedelischen Zustand, so ich bin so auf der Kars so. mhm. und ich hatte Halluzinationen. Ja. Fünf Minuten und ich bist, ist halt auch ein Downer, also ja. du hast keine Angst oder so. Du bist halt so ja, durch das so generell drauf, diese Drogen, wo du generell Drogen, wo du so bist sind weird sind nicht so mein Ding ja. <laughs> ich weiß ja, nicht. aber dann bist du ja ein upper typ auf nein bla bla ich bin einfach nur ein Senex ein Typ. <laughs> <laughs> weil auf Senex ist man nichts auf Senex bist du vielleicht so ja, aber du, hast aber du merkst es Energie nicht so und, ja, du, hast, du kannst Sachen machen mhm. und so du, du kannst sein nehmen und man merkt es dir nicht mhm. an wenn man dich nicht kennt besonders mhm. <laughs> ja dann <laughs> denkt man halt einfach wenn man ist ein Arsch ja, okay halt das ist besser. ein interessanter Typ ja, ja um, mir das einfach auf C weil äh, wir generell Oxys ich, ich ich halt nicht viel davon ja, weiß nicht, nicht wirklich ich habe wahrscheinlich mal getrunken oder sowas aber kommen wir zum nächsten Ding <laughs> und zwar Lean habe ich nur einmal getrunken und ja, also ich hatte vielleicht ein bisschen wenig, kann ich jetzt ehrlich so, also, dass ich jetzt drüber was erzählen könnte? Okay. Ist zu wenig. Mir äh, ein generell eine sehr, wie sagt man, Underwhelming, unter ist eine Droge, die nicht sehr begeisternd ist, weißt du für overrated. mich? Oh, extrem overrated. Also, Lean, ich habe drei so Occasions, wo ich Lean getrunken habe. Okay, die erste Occasion oder der, das erste Mal, wo ich Lean getrunken habe. Das war, wo ich in Braunschweig war und ich habe das erste Mal Sin Davis getroffen und so und die hatten dort eine Show. Und ich war auf Sands, wie gesagt, damals YouTube-Ding, ich war meistens auf Sands. es war die Show, am nächsten Tag habe ich recorded mit Sin Davis, ich hatte auch Shrooms dabei. Ich war auf Sands, ich hatte sehr schnupfen, weiß ich noch, wir haben Track-Record, es ist auch also sogar Video auf YouTube. Und irgendwer dort hatte Lean und ich... Ja, genau, wir haben Musik wieder gedreht und die hatten Lean dabei dabei, dann habe ich das Link das war ein Homemade Lean irgendwann, Ich habe das getrunken und ich war, wie gesagt, auf Sans Lean und Shrooms und ich habe das Lean gemischt mit Weißwein. Und ich kann mich nicht so gut erinnern, weil ich halt äh, ich habe sehr viel Energie gehabt. Ich glaube, ich habe nicht sehr viel gespürt vom Lean. Das zweite Mal, wo ich öfters das Lean hatte, war ich habe manchmal den verkauft, weißt du, einfach an irgendwelche. Und das, das stimmt war, nicht. Ja, genau, das genau. Das war äh, Torseina. Und Torseino, da gab es noch irgendein anderes, nicht euphorisch, aber irgendein anderes aus Spanien. Und, ja, Digga, und dann, äh, ich fand es habe ich habe hab das halt, das war halt immer viel zu expensive. Okay? Ähm, bin ich halt ein bisschen mit den Leuten gechillt und die haben das halt in Sprite getan und ich habe halt auch ein bisschen was getrunken und ein bisschen so Schlücke genommen. Habe ich was gespürt davon? An diesen Anlässen nie. Genau. Habe ich nie was gespürt, aber ich finde, das ist ein ganz cooles Getränk mit Sprite und sowas, Sicher sehr ungesund. Trinkt lean. Wenn ihr es schon trinkt, trinkt das nicht mit Sprite. Trinkt das mit Vitamin Water oder irgendeiner Low Calorie <laughs> äh, Limonade, äh, Bionate zum Beispiel. <lacht> <lacht> ich würde es nicht äh, mit Sprite trinken. Weißt du? Super gesagt. Äh, Sprite ist kein gutes Getränk. Nein, nein. Aber. Natürlich ist es ganz cool, so in der Runde zu sitzen und da hast du es. Aber vom Effekt dann habe ich noch ein drittes Mal getrunken, da habe ich es bekommen. Oh, egal. Ich habe es auf jeden Fall bekommen und <laughs> das, ist, das ist, ich wusste, das ist ein Himbeersirup mhm. mit Oxys und sowas drin. Und mit Kodein-Tabletten drin. Gell? Und das Ding ist, die meisten Leute, wenn ihr in Deutschland ein bekommt und das ist nicht Tossein oder irgendwas, das ist höchstwahrscheinlich. Himbeersirup mit, äh, Oxys, Tramadol oder Codein-Tabletten drin. Höchst, sehr oft ist es auch Tramadol, weil es ist einfach das, was sie am billigsten bekommen in der Apotheke. Irgendein, oh. äh, wie sagt man, wie heißt der Opiat? Alkoid, ja. wie das heißt. Mhm. Auf jeden Fall, Codein ist ja auch eins, aber Codein wirkt nicht so stark und dieses Tramadol wirkt halt viel stärker. und Dadurch haben die Leute lieber das. Und die Leute wollen einfach dieses äh, lila Ding haben, also dieses lila Getränk, damit es so ein Farbstoff und zwei Tabletten. Es äh, ist und einfach Himbeersirup. Und mhm. dadurch, dass es Himbeersirup war, ja, dachte ich mir, Cool, jetzt habe ich ein Getränk, was ich zur Zigarette äh, trinken kann. <laughs> und ich habe das Simbersirup einfach mit Wasser, so als wäre es normales Simbersirup, die ganze Flasche rein, mit Wasser, Zigarette geraucht, YouTube, gera äh, YouTube, und. YouTube geschaut und dann bin ich einfach äh, ausgepasst hier, eingeschlafen, eingeschlafen und habe so acht Stunden geschlafen oder sowas. Und das war hauptsächlich, was mir von Lean passiert ist, ich wurde einfach müde, weil ja. ich noch, manchmal so, wenn ich mit Leuten war, die haben Lean getrunken und die lassen irgendwann ihre Spriteflasche liegen mhm. und gehen weg und ich trinke das aus und ich werde ich werd einfach müde und, ich ja, so ich glaub, und ist ein bisschen, bisschen taub im ja, Gesicht. ich glaube Lean ist ein typisch das, was man sich von einem Downer vorstellt, mhm. in Filmen oder so ist das wahrscheinlich das typischste, was reinkommt, oder? Aber ich glaube Oxy macht eher glücklich, nichts. weißt du, das, das stelle ich mir vor von Downer, also dass du eu euphorisch wirst und so, das habe ich bei Lean mhm. nie erlebt. Ja, da kann ich auch nicht dazu sagen. Ja, aber im Endeffekt, ich würde sagen, Lean ist mega overrated. Mm. Mega vom muss Effekt her. Reintun, aber nein. als Getränk, es ist ein gut schmeckendes Getränk, das heißt kann man es bei C <laughs> rein, naja, und, das Ja, das ist nur, wenn du es mischt, gut. Ja, ja. Aber ich muss das Klo ganz schön. Und ich, ich muss noch kurz vorher sagen, das FS ist mir viel zu süß. Wirklich. Ja, das schmeckt mir doch nicht. Das schmeckt ich, mir ja gar nicht. Ja. Jetzt haben wir noch äh, zwei interessante Drogen. Und zwar Speed und Koks. Beginnen wir mit Speed. Für mich persönlich, wir haben da eine sehr andere <laughs> Erfahrung. Speed halte ich auch während meiner Weed-Phasen. Ich bin immer zu Hause und ich habe Sands gepoppt, Speed gezogen, Weed gesmoked, habe Mucke gemacht. Und so. Du bist halt extrem lang wach. Aber ich komme auch wie bei Alkohol komplett aus meiner Routine raus, wenn man Speed sieht. Ich weiß nicht. Amphetamin hingegen, also so in Aerial-Form, Ritalin-Form, das fand ich immer ziemlich cool, weißt du, um sich so äh, mega zu konzentrieren auf etwas. Aber bei Speed kam mir vor, du hast direkt diesen Effekt, diesen. Okay, ja, es ist geil, du bist ein bisschen aber auch, geek. Aber, aber dann bist du einfach nur ewig wach. Ah, das ist meine absolute Lieblingsdroge. Die, die, wenn die heute halt nicht auf, auf S landet, dann bin ich. Das mag ich einfach gern. Das ja. ist einfach gut, ja. Das ist einfach geil. Da, weil die Leute tun, gehen auf Partys, wie ich dir vorher schon gesagt habe. Und dann irgendwann tun, beginnen die da Joints zu rauchen abzusiffen mm. oder abzusiffen. Oder wer da Lean irgendwie trinkt oder. Das, Sans eigentlich auch so eine Sache, aber da geht es noch. Ja, Sans, wie gesagt, Sans bei mir finde ich cool. Bei anderen Leuten in meinem Umfeld, Digga, wenn ihr ja. Sans braucht, bleibt lieber weg von mir. Ah, weißt sure. so? Auf Speed, du hältst alle Leute aus und du bist einfach glücklich mit dem, was du selber machen kannst. Mhm. Wenn du nicht ein Gespräch findest, du schreibst einen Text, du feierst die Musik, du bist einfach wach, also aktiv und, und, und glücklich, irgendetwas zu machen, weißt du? Und das dauert bis am nächsten Tag um die gleiche Uhrzeit dann bist du 24 Stunden wach, dann hast du die Wahl, entweder du isst jetzt langsam was, weil dein ganzer Rachen ist schon geätzt irgendwie, <laughs> wenn du was isst, dann brennst da und sowas, oder du trinkst einfach wieder Bier und nimmst es nochmal, zum Beispiel. Dann hast du zwei Tage hinter Fick dir ich gehabt. Fick das nicht komplett ein Kreislauf ja, komplett, und sowas? Alter, wenn du aufstehst, wird es fast schwarz, <laughs> aber es ist einfach nice. Ich weiß nicht, Digga. <laughs> eben, wir haben ein anderes Bewertungssystem. Ich sage jetzt, welche Drogen ich geil finde. Ja, nein, ich, ich, ich auch. Gesundheitlich aber ich, nein, ist ist eine ich mein, andere Sache. Nein, ich, das ist, die Drogen, die mir nicht gut tun, finde ich nicht geil, weil ich nehme sie dann nicht. Weißt nein, du? Sonst, weil, ich bin aber halt, da muss man unterscheiden, psychisch oder körperlich. Wenn dir etwas psychisch extrem gut gefällt und es fickt deinen Körper. Dann habe ich es nicht so gern, weil ich bin gern ja, körperlich voll da. Weil, richtig, weil das das, das, ist, das, das ist, tut meine Psyche, äh, das affektiert meine, meine Psyche, weißt ja, du? Ja, das ist eben das. Äh, der, wenn du auf der Afterparty sitzt. Ich sitze nicht Kreis. auf der After Party, ich weiß, ich aber, und man sitzt da im Kreis und man ist noch wach und so und man labert über irgendeinen Scheiß. Und dir geht es aber körperlich nicht gut, das ist es geil. Aber wenn rein, du am nächsten Tag ja. Fitness machen willst, dann ist es scheiße. Mich, wenn ich generell irgendwas machen will, mir kommen vor, Leute, die die Party immer so lang rausziehen wollen ja, wie das möglich. Ist super. So ich glaube, Bro, dann, dann ist, solche Leute sollten sich ein bisschen darauf fokussieren, dass sie ihr reales Leben, ihre Realität, wenn sie nicht dann sind, ein bisschen verbessern, damit sie lieber in diesem Leben sind, oh, weil du, 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 Leute, die nichts Neues. <laughs> Ja, ich meine, Leute, die, das, die so denken, okay, ich muss unbedingt die Party, ja, ich muss auf die Afterparty, dann auch auf die Afterparty, ich muss bis 18 Uhr morgen irgendwie ein bisschen auf Drugs sein und sowas und herumsitzen. Ja, ja, Immer ich mein so, Bro, vielleicht ist der Grund, warum du es unbedingt ja, du willst, flüchten, dass du aus sicher. deiner Realität flüchten willst, ja, aber ein, ein Ding wäre vielleicht, guck doch mal, dass deine Realität ein bisschen verbessert ist. Ja, dann na, sicher, du hast, natürlich hast du recht, aber wenn wir darüber reden, welche Drogen geil sind. Dann ist es für mich klar die geilste Droge, nicht was danach geiler ist. Ob man dann danach. Naja, oder das hat ich. für mich auf jeden Fall damit zu tun, ob ich die Droge geil finde oder nicht. Echt? Weil Natürlich, weil deshalb mache ich auch Alkohol nicht so gern, weil. Hallo, wir leben für den Moment. Hallo. <laughs> Safe. Und ich will im Moment besonders, ich bin die größte Zeit nüchtern und da will ich. Äh, ich weiß, ich verstehe äh, dich. Das ist ja was uns unterscheidet, eben wie die mit Drogen gut sind oder nicht. Aber ich ich denke mir schon, äh, bei der Droge durch ich natürlich äh, einfaktorieren, wie es mir danach geht. Ja, aber das ist eben ein Faktor, den muss man als, dann als -Konsument heroin konsument komplett ausschalten, <laughs> weil es geht dir ja danach beschissen. Das ist automatisch dann würde ich ja sagen, okay, Heroin ist die geilste Droge, weil wenn du es dir injizierst, dann fühlst du dich jetzt mega geil Und im Moment. Aber kann, also äh, da kannst du nicht mehr da, da kommst du nicht mehr mit mit deinem Kopf. So? Uh, uh, auf Speed ist, ist der Unterschied. Alle Leute du kommst noch klar. Du kommst klar. Das ist eine Alltagsdroge, sehr gefährlich. Ähm, also fickt die Psyche fickt oder? Fickt die Psyche auch und auch den Körper auch, vor allem. Weil Psyche geht. Kommt und darauf scha schaust du hinweg? Darüber schaut man hinweg, während man das nimmt, ja. Aber ich meine, es gibt ja auch immer einen Moment, bevor du das nimmst, denkst du dir nicht so. Da, das muss man ausschalten, Max. Das muss man ausschalten. Ich würde das vielleicht mal das einschalten, ja, Digga, in nein, Zukunft. Du hast schon recht, Max, jetzt hör auf, du mich nicht belehren, ich sag's dir ich Nein, weiß, aber ist, ich war in der Diskussion darüber. Ja, nee, nein, du hast schon recht, das stimmt schon, aber ja. weißt du, wenn du auf eine Rave-Party gehst, du denkst nicht davor, oh, wie kann ich morgen wieder gut aus dem Bett kommen, sondern du denkst, wie kann diese Party jetzt krass meine, 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 meinen Dopaminhaushalt durch die Gegend Ja, wenn das, das deine größte Priorität ist im Leben safe. Aber wenn Nicht du andere. Im Leben, bei der Party. Na, okay. Ja. Nein, im Leben. Weil ich denke mir, was habe ich diese Woche, was abgeht? Okay, mhm. ich habe vielleicht eine Party, aber ich denke mir, okay, am nächsten Tag habe ich diese und diese Sachen. Wie kann ich schauen, dass ich bei der Party Bro, das Beste das Ding ist, Drogen sollten nie die Priorität im Leben sein. Aber wenn wir über Drogen reden, dann sage ich, das, was am geilsten ist, ist das, was. Dich, wie wir vorher gesagt haben, bei E. Das, was dich am höchsten rauf schießt, lässt dich auch am tiefsten fallen. So. Und das sind aber auch die geilsten Rausche. Die, die, die geilsten Rauschs, sage ich dir. <lacht> <lacht> Aber ich denke mal Ich persönlich fakturiere mehr ein Wie was ist der geilste der Rausch Jetzt bei der Droge Ob ich sie cool finde Oder ob ich sie mag Oder nicht Ja genau Ja ja, ja. genau 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 Ja ich faktoriere mehr ein als was ist jetzt der coolste Rausch Ich faktoriere ein, generell wie Sonst fände ich Weed auch geil weil während ich halb bin. Ja, Weed ist scheiße Ich fühle mich schlecht Während dem Rausch Während ich halb bin, äh, Gibt schon Abseits Wie gesagt Erstens das Horny sein Zweitens die Manches Und drittens Du bist kreativ cool, cool schlafen. Und so. schlechte Sachen also. Es geht schon mit, also ich, ich habe es ein paar Mal gesmoked und das war okay. Aber dadurch, dass ich mich so scheiße danach fühle, das Monate danach, ist es für mich eine scheiß Droge. Bruder, ich, ich, ich fühle mich extrem geil und ich fühle mich danach einen halben Tag, Dreiviertel Tag scheiße, dann schlafe ich und dann geht es dann wieder gut. Bei Weed ist anders. Mich kickt zurück in ein anderes Mindset. Ja, safe, safe, safe. Okay, bei Speed, bei mir, wenn ich Speed ziehe, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel Speed gezogen, dann gehe ich zu Hause, recorde die ganze Nacht okay. oder so einen Scheiß. Ich, wie, wie, wie aufmerksam <laughs> du schaust. Was ist dann? Ich bleibe auf jeden Fall bis am nächsten Tag bis zum Abend wach. Genau. Und manchmal schaffe ich es nicht ganz besonders, ja, genau. Wenn ich's bis zum Abend, weil Schlafreden ist gefickt, Scheiße. Wenn ich es bis zum Abend schaffe, bin ich den ganzen Tag nicht produktiv oder ich sitze noch rum, weil außer man zieht weiter. Aber also, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber, <laughs> I don't know, Digga. Ich krieg auf jeden Fall nicht wirklich irgendwas geschissen und die, die, die Zeit auf Speed ist es meistens nicht wert. Außer du denkst jetzt, okay, ich habe sowieso nichts going on. Genau, sonst außer diesen Moment jetzt. Es geht nicht darum, was geschissen zu bekommen. Du musst damit leben. Du musst im ja Vorhinein schon wissen, dass am nächsten Tag nichts sein darf. Es gibt halt Leute, Bro, die sind glücklich, wenn sie was geschissen bekommen. Nein, du sollst was geschissen bekommen. Du sollst nicht jeden Tag Speed ziehen. Ich sag wenn du am nächsten Tag nichts vorhast. Dann musst du damit rechnen, wenn du Speed nimmst, dass du auch nichts auf die Reihe kriegst. Ja, ja. Deshalb solltest du einen Tag nehmen, wo du nichts vorhast. Wenn du was vorhast und du nimmst Aber Speed, du, du, du bist der du, Trottel. Du, du, du nimmst das jede Woche, oder? Am Wochenende? <lacht> <lacht> wo du nichts vorhast. Du, da, du musst wissen, dass du nichts vorhast. Das ist wirklich wichtig. Denkst du nicht manchmal ganz ernst? So, äh, es wäre vielleicht cool, neue Hobbys zu bekommen, so, die du machen kannst, aber, die dich vielleicht mehr erfüllen wie immer nur. Und Bruder, ich mache das alleine. <laughs> Was für Hobbys, Alter. Also, kein Mensch nimmt das so viel wie ich. Das ist halt so. Das ist halt meine favorite drug. So hätte dir damals das jemand gesagt: bei Xenix hätte ich das auch gesagt, ich kann damit umgehen, bla, bla, bla. Ja, und weil ich habe seit viel geschissen bekommen habe lustigerweise, weißt ich habe es eigentlich meinen ganzen Scheiß begonnen. Ich habe es eigentlich bekommen, ich habe hab Money gemacht, <laughs> ich war ich habe Highlife gelebt, das weißt ich, ja, okay, okay. ich habe nicht gewusst, dass ich Leute auf dem Weg zu meinem Highlife verletze teilweise und ja, das meine ich gut ich, ja, behandle das meine ich. und sowas. Bei mir ist, halt an, ist halt anders, so. ich mache das und damit ich halt und dann habe ich ein nice Gespräche und eine geile Nacht und so, weißt und okay. ich schade auch niemanden damit und so und mir mir höchstens, weißt du, ah, mir sicher. Aber merkst du es manchmal mit deiner Psyche, dass dir das nicht gut tut? Also ja, am nächsten Tag. Im, und, aber nur am nächsten Tag oder ja, generell. Du nimmt schon ein bisschen Fahrt raus und so. Aber du musst einfach dann die Eier haben und dann am Montag das trotzdem dann deine Arbeit wieder machen. Und dann kommst du wieder in den Modus. Das Ding ist, du darfst nicht dann jetzt vor, vor letzte Woche, da war ich in so einem Loch von der Krankheit. Das, da habe mhm. ich nicht mal drum genommen. Mhm. Ich war einfach, und weil ich es nicht geschafft habe, wieder in die Schule zu gehen und bla, bla, bla weil ich keine Lust hatte und ich bin im Bett gelegen und bla bla bla. Und wenn das passiert, auch wenn du Drogen genommen hast am nächsten Tag, dann fühlst du dich auch so. Und dann musst du halt dann trotzdem deine Scheiß machen und dann bist du schnell wieder drinnen. Aber glaubst du, das fällt dir, würdest, würdest du auch schaffen, wenn du zum Beispiel selbstständig wärst? Oder glaubst du, wäre wär, nicht gern selbstständig. Okay, da müsste ich mich ja um okay. viel Shit kümmern. <laughs> okay, 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 okay. Das wäre zu viel Verantwortung für mich. Okay, okay, safe. Weil, wenn, wenn du sagst, du hast Arbeit, du gehst dorthin, du machst es, egal was ist. Da habe ich ein Schedule, weißt du? Da hm. weiß ich, wie ich das, was ich machen muss und so. Okay. Äh, natürlich kann man sagen, das ist alles nicht nice. Es wäre besser, ich wäre selbstständig. Ich war, nein, es also ist nicht für jeden, denn. Nein, ich sage nur, es okay. klingt natürlich besser. Man ist sauber, selbstständig, man regelt alles, bla bla bla. Natürlich ist das das Ziel im Endeffekt, oder? Für jeden Menschen sollte es sein. Viele Leute geht es nicht wirklich darum, sondern ihnen geht es um zum Beispiel Familie oder die, die finden eine Girl, wie sie jung sind, haben normalen Job und sie denken sich, sie behalten den Job, sie erlernen ihre Familie damit, sie haben mhm. irgendein Ziel. Solche Kredit. Ziele habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, nicht Was ist dein Ziel? Ha, ich habe kein Ziel. Ich, ich habe nicht wirklich ein Ziel. Ich will ich glü einfach glücklich, glücklich sein. sein. Glücklich sein. Ja. Und da und äh, was ist für dich der Weg zur Glücklichkeit? Das hat, den habe ich noch nicht gefunden, sonst wäre ich schon. Sonst wär ich Aber ich meine, in welchen Momenten bist du glücklich? Was macht dich glücklich? Ja, glücklich, ich bin nicht so oft ganz glücklich. Du hm. kannst nicht sagen. zurückgucken und denken, hier war ich. ich mein glücklich. jetzt bin ich glücklich als früher. Ja. <laughs> wo soll ich hin zurückgucken? Ja, ich meine, an einem Moment, wo du extrem glücklich warst. So, Leute, fragen, was ist der schönste Moment in deinem Leben? Ich würde noch keinen haben. Ich denke mir, ich war sehr glücklich, weil ich verliebt war oder sowas. Ja, oder wir, wir, wir reden wenn doch jetzt von, wie man sich weiterentwickelt, oder? Ja, oder was? Oder bei mir wenn, ist das, wenn das die Frage ist, natürlich bin ich glücklich, wenn ich mit den Menschen bin, die ich gern habe, um mich herum. Ja. Wenn ich mit meiner Freundin bin oder mit meinen Freunden, das sind die glücklichsten Momente in meinem Leben. Hm. Aber ich dachte gerade, reden wir darüber, wie wann ich glücklich bin für meine Entwicklung oder wie sowas. Also das kann ich dir nicht sagen. Ich bin noch nicht so weit. Mhm. Wann, ist, wann ist mein Weg komplett, wann habe ich ein Ziel und wann erreiche ich es? Ja, ja, ja. Das hatte ich alles noch nicht. Natürlich bin ich glücklich immer, wenn ich mit meiner Freundin bin. Dann bin ich glücklich, außer wir streiten uns, ich bin glücklich immer, wenn ich mit meinen Freunden bin oder so. Dann bin ich auch immer eigentlich glücklich bis ja außer man streitet sich halt auch das meine ich oder? ich auch. und ich bin ich persönlich bin glücklich wenn ich mir produktiv vorkomme weißt du wenn ich hm. mir so vorkomme als würde ich produktive sachen machen was auch immer produktivität ist weißt du aber jeder hat da eine andere definition aber bei mir sind halt also gewisse ja, sachen das und wenn ich meinen scheiß geschissen bekomme die ich mir vorne ja. dann bin ich auf jeden fall zufrieden was dann habe bin ich dieses zufriedene ding ja, da, zufrieden und ist besseres wort äh, das kenne ich und dann gibt es halt gewisse sachen die machen einen halt noch extrem glücklich aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die mich unglücklich machen und das ist, wenn ich keinen richtigen Sinn habe, weißt mhm. du? Und das kenne ich. Das Ding Keine ist... Keine Sache, ist, auf die ich hinarbeite und sowas. Ich arbeite nicht direkt auf, was ich, ich arbeite darauf hin, irgendwie erstmal meine Ruhe zu haben. Beruflich. Oder was weiß ich. Und dann, und dann, und dann mich irgendwie zu entwickeln. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich ich meine, ich habe noch nicht mal meine Lehre abgeschlossen, weißt du, was also mm -hmm. ich meine? Ich will, will ja erst mal Fuß fassen. Nee, so also ich habe mich, hab mich extrem verspätet mit Fuß fassen, weil du weißt, also ich hatte auch Probleme mit Drogen und Alkohol und mm -hmm. bla bla, bla und, und die anderen haben fertig maturiert und, und jeder hat das gefunden, was er machen will. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin einfach da ein bisschen äh, hinten nach. Ich, ich habe ich hab verspätete Ziele sozusagen. Also ich habe meine Lehre beendet, ich habe neue Ziele vielleicht. Aber es ist ja auch diese Selbstfindungsphase, die man Viele haben nach der Matura oder so. mhm. Das weißt du, so, okay, ich, ich, ich lehne mich, mich mal zurück und gucke so, mhm. was will ich eigentlich wirklich ja, das in dem Leben, weißt du, so, was will ich erreichen, wohin will ich, für, was ist mein Sinn, weißt du, mein, mein Sinn mhm. im Leben irgendwie. Bro, ich habe halt hip -Hop gemacht ja. und dann halt rumgenommen und gefeiert und dann habe ich eine Lehre begonnen, die mir nicht wirklich viel Spaß macht, die ich jetzt fertig mache und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Ja, ja. <laughs> also ich meine, das ist auch irgendwie... Wie kann man jetzt nicht sagen, was ist, wann werde ich ganz glücklich oder was macht mich ganz glücklich? So immer, immer meinen Scheiß fertig machen und dann schaue ich mal weiter, sozusagen. Und, mhm. und Drogen machen mich auf kurze Zeit glücklich, ja. Das ist auch ein schlechter Ansatz, natürlich, aber feiern macht mich glücklich. Deshalb zeige ich dir das mit Freunden sein, macht mich glücklich. Die ganze Nacht reden, auch wenn ich es habe. Die natürlich. ganze Nacht plaudern und sowas. Das sowas macht mir so kleine ich, Kleinigkeiten. Solche Sachen machen safe glücklich. Was mhm. Ich bin halt eine relativ introvertierte Person, das mhm. heißt wenn ich alleine ich brauche immer das alleine sein weißt du mhm. wenn ich alleine bin das gibt mir energie mhm. und dieses alleine denken und sowas und wenn ich sehr lange mit anderen leuten bin besonders wenn die irgendwas machen was, was ich keinen Bock habe, das zieht sehr viel energie von mhm. mir gell? das sind letztzeite halt diese momente wo ich extrem glücklich bin alleine ist, also auf jeden fall dieses äh, Shrooms nehmen war auf jeden fall es war so ein workout wie für die seele weißt du du gehst mhm. die ganzen sachen durch und sowas danach aber ich war so wow. Geil, wenn ich mir irgendwie produktiv vorkomme oder es waren diese, wenn ich im Fitness bin und ich gehe aus der Sauna raus, und ich denke, das geil, mein, ja, steigt nur nach oben oder so Fitness oder wenn ich meinen Scheiß, zum Beispiel ich, ich, ich denke mir so, ich scheiße auf diese Arbeit dann mache ich diese Arbeit noch mhm. und dann denke ich mir so, nein, nein das weißt du, ich habe das jetzt wirklich fertig gemacht und dann natürlich Beziehungen und sowas, das ist, das ist, was einen generell auf lange Zeit, glaube ich, glücklich macht, das ja. ist was sehr wichtig ist mhm. und das andere ist, Eh hey, whatever weißt du, im Endeffekt ist das das Wichtigste, denke ich, Beziehungen und so. Mhm. Aber auf was Think würdest no. du Speed, Speed raten? Auf S. <laughs> auf S. Ich würde es auf C raten. Dann sind wir bei A. Du musst okay, auf A okay, gehen. weil du es so liebst. <laughs> okay, dann haben wir noch Koks. Koks kann ich gleich sagen, gebe ich auf B. Mhm. Für mich persönlich, weil also an, in einer anderen Welt, in der ich nicht existiere, ja. hatte ich letztens richtig feine Ware. <laughs> für, also nur mit mitgehabt und das war richtig lustig für den Abend verteilt ein bisschen aber an und für sich bin ich der Meinung es ist das Geld nicht wert es ist nicht preiswert es, es ist Speed ja. ist für mich die bessere Alternative um das Gleiche zu erreichen ja. aber Cox ist auch ganz gut wenn man edel unterwegs ist ist der nicht denke Abend Tag, denk, mir, mitzieht Koks und so für den mein. Effekt ist es überhaupt nicht preiswert das Ding ist ja. bei mir ich will mir nochmal ich hole mir nie Koks oder so weißt du aber wenn ich irgendwo bin und jemand hat koks das ist bis jetzt eigentlich immer die gleiche person bei, gewesen bei mir auch nicht die gleiche aber es ist ich kaufe es nicht selber ja und mhm. dann denke ich mir okay ich stehe bei dem in der nähe weil es ist ähnlich wie eine zigarette weißt du hast diesen kurzen rush diesen kurzen ist kurze Nice. Ja, ist er schon. ja eh aber ich mhm. meine im, im sinn von, wie du es konsumierst weißt du? und danach kriegt es ab da denkst du denkst okay Digga, jetzt will mhm. ich eigentlich wieder du musst mehr haben ja, sonst und nicht. aber und das vielleicht das coole wegen was leute koks nehmen vielleicht okay du hast die ganzen leute bei dir die girls sind bei dir und so ein mhm. scheiß weißt du du bist so der ja. man of the party der und Koks und so. Ja, die aber, Seele der Droge ist ein bisschen edel und man meint, das äh, ist eine gute Partysrache und so, aber die Wirkung alleine ist nicht. Das wirklich Krasse ist halt, nice. wenn ich in Berlin bin, Leute nehmen so viel Koks, gell, mhm. und für die ist das halt einfach, oder für hier auch für Leute, ich merke es halt hauptsächlich mhm. in Berlin. Um, für die Leute ist das so komplett normal, wenn sie trinken, gell, so wie Zigaretten und das, man braucht das irgendwie dabei, gell, mhm. und ich denke mir so, ja. das ist ein bisschen komisch, weil Bro, bevor du Koks genommen hast, oder du hast es nicht gebraucht, weißt du, du hast nie irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich muss, muss jetzt wieder nüchtern werden. Leute sagen so, Okay, äh, ich brauche Koks, aber dann, ich, wenn ich zu viel trinke, ich muss wieder nüchtern werden. Ich denke mir so: Bro, ist nicht das Ziel von Trinken, besoffen zu werden? So, warum <laughs> trinkst du überhaupt Alkohol? Hörst du? Ja, ja, ich muss es balancieren und sowas, Bro. Aber ja, ja, das ist so eine ich Sache. Ich finde das ein bisschen komisch, aber ja. natürlich ist der Effekt relativ nice. Aber ich denke, es ist so wie Zigaretten in dem Sinne, bevor du es kennst, Brauchst du das überhaupt nicht, weißt du? Ich denke, mhm. ich denke, nicht irgendeine Person denkt sich ja, ich, bei Koks gibt es auch halt Ach, zwei Arten von Personen. Manche, die steigen extrem auf ja, das ein. Ja, ja, das und ist ich, ich zum Glück nicht. Ja, weil ja. Für mich ist es auch so, wie es bei dir ist. Es zahlt sich einfach nicht aus für Na. die Wirkung und das Geld und die, weil die Leute müssen auch dauernd dran denken. Dadurch, dass es so kurz hält, wenn du auf einer Party bist mit Leuten, die viel Koks nehmen, die sind immer so, wo kann man das jetzt und kann ich da noch und so was ist eine mhm. Droge wo du die ganze Zeit den Abend dedikieren musst für ja. diese Droge eigentlich also ja. so, du ziehst eine Nase und dann bist du Hast du irgendein unnötiges Gespräch, ein Un sagen, es ist ein mhm. cooles, im Moment ist es mhm. cool, aber ich interessiere mich immer für alles so extrem. Zum Beispiel, ich war bei einer Party und da war so ein älterer Typ, der hat Koks gegeben. Damit jeder bei ihm sitzt, gell? Basically. Und dann erzählt er von seiner Frau und seiner Ehe und sowas. Und ich war so, ja, Digga. Nice. Äh, denkst du, das war die Liebe deines Lebens und Also, ja, ja, ja. So, ja, ja, und danach irgendwann um sieben Uhr oder früh komme ich nach Hause nehmen und so. Was? Habe ich meine Zeit verschwendet Bro, mit dem? Was war das für Gespräche <laughs> die, ja. Ja. Aber ja, Digga, deshalb, ich würde es bei C sowas raten. Also ich ja, ich würde es auf B, können wir es auf B geben? Geben wir es auf B. Ja, weil es ist okay. ein, auf jeden Fall keine schlechte Droge, es ist einfach eine nicht preiswerte. Ich würde sagen, wir können es auch bei dem belassen, oder? Was ist dann noch? Als Acid. Ja, belassen wir es bei ja. dem, weil Acid, ich meine, ich habe schon Erfahrungen mit Acid, aber ich warte, weil es ist eine wichtige Droge. Warten wir, bis du deine gesammelt hast. Okay. Dann reden wir in einem Extra-Podcast. Okay, ja, vielleicht. Passt. Ja. Naja, Sehr ich denke mir. Das ist <laughs> ein relativ <laughs> interessantes Rating. Ja. Lassen uns wissen, wie ihr das seht. Schrums sind ganz oben, können wir nochmal ja. zusammenfassen. Dann kommen Xanax, Bier und Speed. Ja. Dann kommen Zigaretten, Kaffee, Luftballons, Ecstasy und Xanax. Koks. Koks, genau. Dann kommt Ketamin, Oxy und Codein. <laughs> <laughs> und dann kommt Weed. <laughs> das sind Aber, die äh, Weed-Haters Wie gesagt, das ist unsere Meinung. Und mhm. ich, wie gesagt, so, das ist jetzt nicht irgendwie darüber geredet, wie das andere Leute effektet oder sowas, ob das gut oder schlecht ist, das ist einfach nur unsere persönliche Erfahrung und, und ich persönlich wie gesagt im letzten halt so dass eine einzigen Drogen bei mir sind Kaffee, Alkohol und mhm. Chick. Es ist so äh, ich, es ist schon selten also kaum nix auch weiß ich nicht aber mhm. und wir haben auch diskutiert auch bei Speed zum Beispiel. Nicht, nicht jede Droge hat nur diese guten Effekte, ja, ja, ja. sondern auch viele Abfall ist auch dabei. Sehr, also man sehr, sollte das bei den meisten Drogen. Diese oder? Liste muss man sich nicht zu Hause hinhängen. <laughs> das ist dann abarbeiten. Gell? Das muss man auch dazu sagen. Ja, ja, auf jeden Fall ja, nicht. Ja. Aber ja, dann nächste Woche. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt endlich drei Kameras bekomme, dass Und ich das filmen kann. Und ja, weil Frauentag. Ja, Frauentag. Ja. safe, 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 safe. Er wäre eh cool immer eine Gästin. Schäfer Eli Preis zum Beispiel ja krass ah hast du gehört es ist bald eine krasse Show auch ein Benefizkonzert ein anderes ähm, im Ernst happel Stadion mit? 40.000 Leute sind erwartet. Mit. John Bibi Zer und Ellie Preis. Ja, super. Seiler und Speer. Ja, geil. Die, die, Leute, die ja. Kann man da auch, glaubst du auch hin und ein bisschen viel mehr von der, von sei, der Stage sei, sei. und sowas? Ich mein, man kann überall hin, oder? Ja, man kann überall hin, ja, stimmt. Also. Stimmt. also wenn wir kommen, stehen uns allen kurz. Kommt dorthin, Leute, kommt morgen zum Benefizkonzert in Berlin. Wenn das, oder heute, je nachdem wann das online ist, das wird mhm. dort, Ich werde dort sein, Soli, Bashlig, 15. Noch weitere Leute. Okay Fella und ich würde sagen, Digga. Gibt wieder Podcast, login mhm. off. Aber ich glaube, es ist schon mehr als Nummer 13. Äh, vielleicht 14. Mhm. Es war schön, äh, vor euch zu reden, mit euch zu reden, mit euch zu interagieren. <laughs> Wir sehen uns bald wieder. Jetzt yes, viel, es geht viel ab, Digga. Fucking <laughs> go.